Kommt alles ein bisschen später, also irgendwie an. Ne? Obwohl heute muss ich ja sagen, sind wir schon online? Wir sind schon online. Ne? Hallo ihr Lieben, schreibt doch mal bitte was in den Chat. Wir fühlen uns irgendwie so alleine gelassen. Es hat heute noch gar keiner was in den Chat geschrieben. Ja, was ist denn hier los? Null Leute online? Wir sind ja eigentlich auch nicht am ersten Mittwoch im Monat jetzt, ne? 28. Meinst du Ah, deswegen da? hallo. Jetzt stehst Hallo Rico. Hallo Rico. Ja, hallo aus Wien. Hallo Ja. nach Wien. Guck Rico, mal, da wir bin sind ich nicht ja. am ersten und dann macht das schon Probleme hier, das Internet, Ja, weißt das. Du hast das nur für den ersten Mittwoch im Monat gebucht, Internet. Oder? Das könnte sein, ja. Jetzt bin ich unverschämterweise darüber hinausgegangen. Also, nochmal für alle jetzt ganz offiziell. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zu unserem diesmal nicht ersten Mittwoch im Monat Livestream. Ja, Es hat sich genau. ja beim letzten Mal ein bisschen verschoben, denn ich war unterwegs. Ich war ja auf Madeira mit Fotogruppe und deswegen haben wir das ein bisschen verschieben müssen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Dirk, wollen wir mal so eine kleine, wollen wir das mal wieder aufgreifen, was wir immer gemacht haben? So, was war die letzten 4 Wochen los? Du kannst gar nicht zusammenfassen. Also machen wir einen Stream nur über dich. Oh nee, lass mal. Nee, aber ganz im Ernst, da war so viel los und bei dir natürlich besonders viel, aber ja, auch beim Foto, bei den Fotonews hat sich natürlich einiges getan. Deswegen haben wir auch heute mal aus der Reihe mal den Fotostream angesetzt. Schön wäre, wenn mal irgendeiner sagt, ja, ob ich Hall habe. Ich habe nämlich den Ton gerade nochmal umbauen müssen. Aber ja, auf deine Frage, Rico. Bei dir war mehr los als bei mir. Du warst viel unterwegs als Weltenbummler wieder auf Madeira. Ja. Fotopia wurde abgesagt, es gibt eine neue Drohne, es gibt eine neue 360-Grad-Kamera. Haben wir gar nicht angeteasert, ich habe schon das 1020 von Dirk, jetzt Canon. wieder. Ja, Ja, weißt was? du, Nun sind diese. wir in der Schublade, ist noch nicht mal bis zur Schublade Das gekommen. hat noch nicht mal in die Schublade, hat es noch nicht mal gepasst bei dir, Ja, ja. und ja, ich bin ein wenig hinterher mit meinen Videos, aber wir haben trotzdem einiges zu berichten, glaube ich. Und ich glaube, wir wollten anfangen mit der Fotopia, ne? Weil da habe ich mich eigentlich schon sehr drauf gefreut. Ich glaube, wir wollten ja auch beide dahin. Genau. Hat Wir das waren ja schon eigentlich bis verabredet. Wir waren eingeplant? ja verabredet zur Fotopia, beide genau. Und das hat uns irgendwie. Ich habe es schon mal auf Madeira habe ich es erfahren. Wir haben kurz auch getickert beide. Ich glaube, wir haben telefoniert auch abends noch dann gleich und haben das irgendwie erstmal für so einen verspäteten April-Scherz erst gehalten. Ne? Das Ja, also irgendwie. Es gab ja auch noch ich. so richtig. Also es waren ja schon erst die Gerüchteküche war ja am Brodeln und dann kam ja erst das offizielle Statement tatsächlich vom Veranstalter, der dann gesagt hat: Ja, ihr Lieben, es ist wirklich so. Tatsächlich war es so, dass mich sogar der ein oder andere Standbetreiber schon angerufen hat und gesagt: Weißt du irgendwas? Ja, wir haben noch gar kein Feedback. Ja. Also, es hat uns genauso getroffen wie viele andere auch. Ich habe mich darauf gefreut. Wie gesagt, wir waren ja. Wie oft warst du da, Dirk? Einmal. Keinmal. Also, verpasst du ja auch gar Ja, ist ja, das war ja sonst immer im September und Ja. September, der ein oder andere weiß es ja, da habe ich ja auch Geburtstag und so und ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil Ja. dann auch immer um meinen Geburtstag rum. Und dieses Jahr wäre es dann im Oktober, glaube ich, gewesen und war fest eingeplant, die Urlaubstage drumherum gebucht, alles Mögliche und ja. Und ja, du sagst es schon richtig, du warst ja auch unterwegs, ich war unterwegs. Ich hatte es dann tatsächlich auch, ich habe es dann irgendwann beim Auflesen meiner ganzen aufgelaufenen E-Mails erfahren. Ich dachte auch, jetzt musst du tatsächlich erstmal gucken, ist es jetzt ein April-Scherz oder was auch Ja. immer, aber es ist dann tatsächlich so ge Also bei gewesen, mir dass. ploppte das auf Instagram und WhatsApp auf. Ja, ganz, ganz viele haben mich angeschrieben, was ist da los? Und du weißt doch bestimmt mehr. Nein, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ja, und ja, also Ja. lieben, Fotopia nach 3 Jahren, ne, 3 Jahre gab es Fotopia in Hamburg, hat sich das Konzept jetzt laut dem Betreiber irgendwie nicht mehr so richtig gerechnet. Ja. Der Trend, können wir vielleicht auch mal kurz ansprechen. Der Trend ist natürlich ein problematischer. Ja, also bevor wir jetzt zu den Neuerungen kommen, wollen wir da rüber kurz sprechen, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Wir zeigen euch ein paar Ausweichtermine und wir verraten euch, wo ihr Dirk und mich in diesem Jahr treffen werdet. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Ja? Ja, Also, der genau. Trend bei solchen Messen ist natürlich schwierig. Ja? Also, große Messen, glaube ich, in der Fotoindustrie schwierig. Mir hat jemand geschrieben, es gab in, ach, ich weiß gar nicht, wo waren das, in Belgien oder Frankreich, gab es doch so eine Smartphone-Messe, Handymesse. Barcelona. Mobilfunk.
Genau, ja, und da waren irgendwie 200.000 Leute. Also da ist natürlich dann auch irgendwie, gerade bei den jüngeren Leuten, so ein bisschen so ein Trend abzuzeichnen. Ne? Die wollen alle, ja, möchte sich keiner mehr mit dem Belichtungsdreieck auseinandersetzen. Ne? Die haben dann lieber Malen nach Zahlen auf dem Smartphone. Und ich glaube, ja. Wobei, dein Feedback war ja immer von der Fotopia, dass du eigentlich ganz begeistert warst von dem ganzen Konzept. Ja, und mega. Vor Ort war es auch ganz nett. Ne? Und die Hersteller haben sich gut präsentiert. Und auch die Hersteller haben ja als Feedback immer gesagt, es wird toll angenommen. Und der Kontakt zu den Kunden wäre denen ja auch immer so wichtig und hands-on, gerade bei so Geräten, die dann auch schon mal leicht 2.000 Euro kosten, finde ich natürlich auch immer ganz wichtig. Da bricht irgendwo natürlich was weg, aber gut, wenn dann ein oder zwei große Hersteller, hört man ja so, sich nicht dazu durchringen konnten, dann dann fällt so ein ganzes Konzept natürlich gleich runter. Ne? Ja. Schade eigentlich. Das ist wirklich schade, denn ich finde es auch gut, solche Veranstaltungen, solche Messen, ob es auch kleine Hausmessen sind. Ja, viele Händler machen ja so Hausmessen auch. Oder es gibt ja dann doch noch die eine oder andere Veranstaltung, wo man nicht nur die Sachen mal vor Ort ausprobieren kann, mal anfassen kann, mal sich die Haptik angucken kann, sondern ist ja auch irgendwie so ein Treffpunkt, ne, wo man sich mal trifft und doch mal sagen kann, Mensch, hier, mit dir wollte ich schon mal 5 Minuten schnattern oder sowas. Ja, das gehört ja auch dazu. Ja, viele ziehen sich natürlich zurück. Und die Zeiten von, ich muss mal so ansprechen, von Amazon ist es ja schwierig. Ne? Du musst ja heute nicht mehr unbedingt, du bestellst es, es kommt morgen und wenn es dir nicht gefällt, schickst es zurück. Ja, da gibt es einen aufgerissenen Karton zurück, du hast es in der Hand gehabt. Im Worst Case warst du vielleicht sogar noch damit irgendwo fotografieren. Und man kann da nur hoffen, und das muss auch ich mal ansprechen, dass Amazon da irgendwie mal so ein bisschen das zurückschraubt, ja, dass du da nicht diese Ausleihmentalität, ne, die nimmt ja auch tatsächlich ein bisschen überhand, ja. Wobei, tatsächlicherweise, die haben das ja jetzt auch angepasst, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei vielen Artikeln wird jetzt in Zukunft tatsächlich das Rückgaberecht auf das gesetzliche Rückgabe. Auf die gesetzliche Rückgabezeit auf 14 Tage. Und finde ich gut. Mal sehen, wo das hinführt. Und man sieht ja allein, was beim Amazon Warehouse Deals teilweise so los ist. Ich habe es mal gesehen. Ich sage hier noch ein Durcheinander, ein Toba-Wa-Woa entsteht hier, weil die Namen unterschiedlich sind. Ja, genau. Nee, aber das ist tatsächlich, dass Amazon da jetzt auch ein bisschen gegensteuert. Die Geschäfte laufen ja ein bisschen spärlicher als sonst und ich denke mal, das ist auch kein unerheblicher Faktor an Kosten, die da zusammenkommen, weil die fangen ja keinen Streit mit dir an, wenn du irgendwas zurücksendest. Die nehmen das alles so hin und ich weiß nicht, kann ja einer mal in die Kommentare schreiben, ob er irgendwann mal ein Problem hatte mit einer Rücksendung bei Amazon, also bei Amazon direkt, nicht Marketplace, sondern direkt bei Amazon bestellt, weil ich hatte da, die nehmen das einfach hin, da kommt ja die Erstattung irgendwann und dann war es das, ne? Egal in welchem Zustand, ob das. Allerdings habe ich von Bekannten gehört, der ein hohes Bestellaufkommen hat, dass er schon mal von Amazon darauf hingewiesen wurde, dass er dann quasi nicht mehr bald mitspielen darf. Ja, also wenn er hier die Sachen. Da ging es dann tatsächlich aber auch um defekte Sachen, ne? Da gucken die aber nicht drauf. Die schauen sich halt deine Rücksendequote an und wenn die ein bestimmtes Level überschreitet, glaube ich schon, dass sie da auch aufmerksam werden. Das ist so ähnlich. Ich weiß nicht, wer von euch, die meisten werden sich noch dran erinnern können, es gab ja auch damals diese Kataloge, ne? Da gab's ja so dicke Kataloge. Und wenn du Otto. Otto, den Neckermann hießen sie, Quelle, was gab es noch? Ich glaube, es war so ein großer. Bauer gab es auch noch, genau. Die haben sich ja dann auch mit Einführung des Internets schnell erledigt gehabt. Und da war es tatsächlich, da kannte ich mal einen Vertreter und der hat auch gesagt, so ein Außendienstler, wenn du eine bestimmte Rücksendequote übersteigst, kriegst du gar keinen neuen Katalog, weil es dann halt mehr kostet, als wie es unterm Strich einbringt. Ja, ist auch richtig so. Also auch in Zeiten Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich den einen oder anderen Gedanken vorher mal macht, ob man die Sache wirklich braucht oder ob es jetzt nur so ein Spontankauf ist oder nicht. Es wird wieder in die Richtung gehen, sich alles etwas normalisieren und dann trotzdem schade, um auf den Ursprung nochmal zurückzukommen, die Fotopia fällt weg. Finde ich wirklich schade, weil ich wäre gerne dann am Wochenende nochmal nach Hamburg gefahren, aber das ergibt sich dann jetzt halt nicht so. Ja. Genau. Das waren noch Zeiten. Da schnitten wir uns Models, Kleider etc. aus und erstellten unsere Wünsche. Ja, sehr schön. Genau. Das gab es früher auch, ne? Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Kennst du diese Bastelpuppen, die man so Sachen anziehen konnte, wo du das ausgeschnitten hast, so umgeknickt? Nein, du hast vielleicht nicht. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Gespielt und so. Ich war so ein
ein Obernerd. Also, achso, du hast das gleich digital gemacht, oder? Ja, genau. Sehr schön. Ja. Genau, aber ihr Lieben, nichtsdestotrotz, eine Fotopia ist leider weggefallen, oder die Fotopia, aber es gibt Ausweichtermine. Und zwar habe ich euch mal drei rausgesucht, drei, die ich wirklich interessant finde. Wir machen das mal so nach zeitlichem Ablauf. Leider, das habe ich auch schon in einem meiner Videos gesagt, überschneiden sich zwei, ja, finde ich sehr schade. Und zwar gibt es die das Umweltfestival Horizonte in Zingst. Das ist, ja klar, so ein Fotofestival, man kann so sagen. Ja, ich fand damals, es gab einen schönen Post mal von Benjamin Jaworski, der sich angekündigt hat. Er ist da und hat dann seinen Pickup da, mit dem ist er dann dahin gefahren. War vielleicht nicht so treffend fürs Umweltfestival, aber okay. Genau, dort sind natürlich auch viele namhafte Hersteller, ja, die dort auch Workshops anbieten und. Das Ganze natürlich so ein bisschen mehr unter diesem, genau, da ist es, vielen Dank, da ist es so dieser Umweltfaktor, im Umweltaspekt, ja, so ein bisschen, der ist ein bisschen stärker dahinter noch, ist allerdings schon das 17. Mal, ja. Lohnt sich, ist über einen langen Zeitraum, kann man empfehlen. Ich muss ja zugestehen, auch wenn es bei mir quasi um Ecke ist, war ich noch nicht einmal da, weil ich es irgendwie immer nie geschafft habe, ja, weil ich immer irgendwie unterwegs war. Tja. Wir waren ja letztes Jahr bei euch, ne? Ja, genau. Ja. Da haben wir ja unsere große Ostsee-Tour gemacht. Da haben wir auch in Zingst zwei, drei Tage übernachtet auf dem Campingplatz mit unserem Wohnmobil. Also auch landschaftlich, wir sind ja nicht alle so begladet wie der Herr Beste, direkt an der Ostsee mehr oder weniger zu wohnen. Aber für die Leute, die da aus dem Binnenland kommen, auch wirklich zu empfehlen. Schöner Ostseestrand. Und wenn dann tatsächlich so ein Foto-Event da noch ist, da werden auch die Bilder großformatig am Strand ausgestellt. Ja. Da ist, glaube ich, auch eine Leica-Galerie, ist sowieso immer da, ne? Ein Leica-Store ist vor Ort. Und alle möglichen Programme, Workshops und so weiter und so fort. Also von daher auf jeden Fall zu empfehlen für Fotobegeisterte. Alles im Kontext Umweltfotografie, aber ist auf jeden Fall sehenswert, sollte man sich auf jeden Fall mal im Kalender vermerken, ob man da vielleicht mal den einen oder anderen Tag verbringt. Ihr seht auch vom 7. bis 16. Juni ist ja auch eine gewisse Zeit, die man dann da verbringen kann. Genau, das ist die erste Veranstaltung, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Und dann gibt es noch einen Termin, und zwar vom 8. bis 9.6. Das überschneidet sich leider. Ja, es überschneidet sich leider. Und zwar ist das die Foto und Adventure in Duisburg im Dirk, im Landschaftspark, ne? Sag mal. Ja, genau, im Landschaftspark. Auch da habe ich euch hier mal eben die Seite rausgesucht. Ich mache die euch nochmal größer hier. Genau, das ist, die hat ein bisschen anderes Setting. Die hat viele Workshops, die man auch dazu buchen kann. Es sind viele Fotohändler vor Ort, wo man auch das eine oder andere kaufen kann. Es gibt ein Check-in-Clean und ein Meet and Greet und solche Geschichten, Online-Vorträge und Seminare. Und das Ganze ist in, wer noch nicht da war, im Landschaftspark Duisburg. Das ist ja abends sowieso relativ schön illuminiert noch. Und allein das ist ja schon mal eine Reise wert, wenn man Architektur und Industriekultur mal fotografieren will. Und das Ganze ist in einer riesigen Halle aus diesem Zechenkomplex von damals. Und das Ganze ist halt, ergibt halt eine schöne Umgebung, um sich das Ganze mal anzugucken. Wie gesagt, da sind auch viele Hersteller und Händler halt, die Hersteller mit kleineren Ständen und kleineren Crews, aber man hat auch die Möglichkeit, mal eine Kamera anzufassen und so weiter und so fort. Das Ganze ist ein bisschen mehr in der Schiene Adventure, Reise und Adventure und Fotografie passt ja auch gut zusammen und ihr seht schon, es gibt da einiges an Neuigkeiten. Hier habt ihr auch die Aussteller, die da vertreten sind und da gibt es halt das eine oder andere, was man da zubuchen kann. Ich war bis jetzt jedes Jahr, glaube ich, da. Genau, die waren auch zu Corona-Zeit mit einem kleinen Setting vor Ort und haben das gut umgesetzt. Trotzdem noch ist jetzt nicht so wie die Fotopia, oder kann ich nicht beurteilen, vielleicht ist er ja doch so gut, aber nicht so wie die Protokina oder so, aber halt etwas schnuckeliger, man trifft den einen oder anderen und kommt auch ins Gespräch, von daher auch zu empfehlen. Genau, und bevor wir zum dritten und nächsten Termin kommen, greife ich das mal auf, Dirk. Ne? Man kommt ja mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Zum Beispiel könnt ihr dann am, und so werden da, am 8., das habe ich schon verraten. Wir sind am 8., findet ihr uns, sind wir den lieben langen Tag dort in Duisburg anzutreffen.
Dirk und ich, ja. Schreibt uns, wenn ihr uns irgendwo treffen wollt, keine Ahnung, über Instagram, Dirk über Instagram schreiben, mir über Instagram schreiben. Ich habe im Übrigen alle Termine, einen gibt es gleich noch, stehen unten in der Videobeschreibung, ja. Genau. Ja. Das heißt, da könnt ihr uns am Samstag antreffen. Wir werden den ganzen Tag da sein. Wir sind schon zum Pressewalk da und werden dann danach auch da bleiben. Das heißt, für einen kleinen Schwarz, wenn ihr Lust habt, mal vorbeikommen möchtet, am Samstag. Ja. Was mögen wir denn? Sind wir auch für Präsente immer offen? Nein. Ja, also die haben auch einen Food Court. Ja, okay. Also wir lassen uns da gerne dann vor Ort. Ja. Ich bin auch da, ja. Ich bin auch. Ja, also sehr schön. Ja, bei der Dings da in Duisburg, Foto und Adventure, bin ich auch da. Genau. Ja. Genau, also wir werden zusammen drüber schlendern. Genau, Sprech uns gerne an. Genau. Von daher. Also nicht nur gucken von Weitem und so verschmitzt winken, das kennen wir auch schon. Ihr dürft uns ruhig ansprechen. Ja? Also wir oft ist auch der Kollege, ja, ist der da und so. Also letztes Mal hatten wir nachher so ein Grüppchen von 10, 15 YouTuber, die dann noch lecker gegessen haben und mit euch aus der Community der Lettich Gespräch gekommen. Es war tolles Wetter und wir sind da im Food Court haben wir eine gute Zeit gehabt. Also von daher kann ich nur empfehlen, macht richtig Spaß. Ich hoffe, das Wetter spielt ein bisschen mit. Ansonsten ist da aber auch indoor einiges möglich. Mal sehen, ob wir dann nachher noch ein bisschen Outdoor-Fotografie machen oder so. Das ist alles noch eine Waage, aber der Rico bleibt ja dann wahrscheinlich hier in der Nähe. Und dann können wir vielleicht den Landschaftspark auch nochmal fotografisch festhalten. Genau. Oder? Also, genau. Da habt ihr schon mal einen ersten Termin. Also, am 8.6. Duisburg. Und dann gibt es noch eine Fotomesse, die ich so auch gar nicht kannte. Und zwar die Photon. Photon? Das war eben, genau. Da habe ich ja auch schon. Link hatte ich dir geschickt. Und zwar ist die leider dann aber auch sie ist dann etwas später. Und zwar vom 6. bis 8.9. Da wäre ich auch sehr, sehr gern hingefahren. Nur da habe ich meinen Workshop im Harz. Und der steht natürlich schon fest. 2 Tage ist auch rappeldicke voll. Leider. Für nächstes Jahr habe ich es mir schon vorgemerkt. Ja, da werde ich auf jeden Fall den Termin auch wahrnehmen. Auf der Photon. Auch die habe ich euch verlinkt hier unter diesem Video nochmal. Geht mal auf die Website. Super interessant. Es sind viele, viele Aussteller dort. Es sind viele, viele Workshops. Es gibt Vorträge. Und bei der Photon... die ist grundlegend kostenlos, kostet keinen Eintritt. Ja, das Einzige, was einen kleinen Obolus kostet, schau mal ganz oben, Dirk, links stehen Vorträge. Geh mal ganz oben rein ins Menü. Genau, ganz links, da steht irgendwo Vorträge. Gibt, glaube ich, 3 oder 4. Geh mal noch einen rüber, bitte. Live-Reportage. Ja, Live-Reportage, ganz genau. Ja, geh mal darauf. Genau, und da gibt es, ihr seht schon hier, Namibia gibt es. 3 sehr, sehr interessante Live-Vorträge. Das kostet, glaube ich, einen kleinen Obolus, wenn ihr da dabei seid. Aber super interessant, ja. Ich habe nämlich schon kurz Kontakt mit dem Veranstalter auch hier gehabt. Mega, mega interessante Geschichte. Man kann auch nochmal gucken, wenn du auf die Startseite nochmal gehst oder oben stehst, glaube ich, im Menü. Ich weiß nicht ganz genau, wer alles dort mit bei ist, auch an Herstellern. Ja, das ist schon sehr, sehr umfangreich, muss ich sagen. Ja, also wenn ihr da nochmal das ein oder andere vielleicht an Equipment ausprobieren wollt, in die Hand nehmen wollt. Es gibt viele, viele Workshops vor Ort. Da ist es genau. Guck mal, das ist schon, da sind auch die Großen mit bei. Ja. Genau. Also hier, Photon? Ich weiß nicht, Photon wahrscheinlich, ne? Vom Photon, ja. Macht ja Sinn, ne? Licht. Im Saarland, vom 6. bis 8.9.24. Ja, auch ein interessanter Termin. Ich wäre sehr, sehr gerne, wenn sich einer der Termine überschneiden soll, dann ist das der Videobeschreibung falsch. Ich gucke gleich nochmal rein. Ich habe auch gesehen, bei der einen Seite war es auf der Startseite, glaube ich, falsch. Davon habe ich es übernommen. Ich werde das nochmal entsprechend dann korrigieren, wenn es in der Beschreibung falsch ist. Aber der Link ist richtig. Ja, könnt ihr auf die Seite gehen und schaut euch an, was euch interessiert und wann entsprechend dort für euch vielleicht Termine dabei sind. Genau, also das wären jetzt so die 3 Ausweichtermine. Wenn ihr noch was anderes habt, dann seid so gut. Schreibt es nicht jetzt in die Live-Kommentare, sondern schreibt es bitte unter das Video in die Kommentare, wenn wir nachher unseren Livestream beendet haben. Schreibt bitte in die Kommentarfunktion unten unter dem Video, was ihr noch für Termine habt. Ja, ist ja für andere vielleicht auch interessant. Macht gerne auch den Link zur Website mit rein. Ja, das schalten wir dann auch frei. Normalerweise kickt YouTube das immer raus, alles, was so verlinkt wird. Ich schalte das dann aber trotzdem frei, es bleibt drin, damit auch jeder mal gucken kann, was gibt es noch so Interessantes. Ja, es gibt auch viele, viele kleine Messen, die man so gar nicht
irgendwie auf dem Schirm hat. Ja, also da schreibt gerne unten rein, vielleicht eine Hausmesse von eurem Fotohändler um die Ecke oder. Das wird mit Sicherheit den einen oder anderen wirklich interessieren. Ja. Ich finde den Austausch wirklich wichtig. Und ja, von daher ist auch gerne bereit. Geschlagen gerade. Ey, meine Damen. Oh, ja. Also wenn deine Kamera eine Backpfeife gekriegt hat. Ich habe das andere Lichtsetting gesehen auf einmal. Nein, Quatsch. Nein, wir finden das schon ganz wichtig, auch bei dem persönlichen Kontakt, also gerade mit dem Händlern und so. Und das mit der Fotopia, das eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass das sich wieder ein bisschen länger etablieren kann, weil ich finde diesen Community-Austausch da ganz besonders wichtig. Und wir unterstützen das, glaube ich, auch. Ich spreche da, glaube ich, auch für Rico, weil das unterstützt natürlich auch die Veranstalter und gibt uns die Möglichkeit, dann auch mit anderen Leuten mal in Kontakt zu kommen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass diese Veranstalter natürlich auch da vernünftige Einnahmen generiert bekommen, sei es über Sponsoren oder was auch immer. Das ja. Können wir Foto und Adventure, Dirk, sag mal, wenn du da warst, kostet Eintritt Foto und Adventure? Ja, die kostet Eintritt. Da kann man aber online wirklich... Also ganz viele kostenlose Tickets gibt es ja teilweise und bei der Foto und Adventure, ich gucke mal eben für euch, da gibt es auch einen Ticketshop, glaube ich, um das vorher zu buchen. Und das Tagesticket kostet 12 €, für Schüler und Studenten 10 €. Beste Ticket Wochenende, da sind also Samstag und Sonntag, kostet dann 22 € und dann ermäßigt 16 €. Ja, 12 € für den Samstag finde ich einen guten Preis. Es wird auch viel geboten. Da sind meistens so Samba-Tänzer noch, die da euch dann als Fotomotiv zur Verfügung stehen und solche Geschichten. Also und daher. Dirk trefft ihr. Durch nicht, den Dirk trefft ihr live dort vor Ort. Ja. Aber ich sehe uns irgendwo im Food Court. Ja, der Food Court ist draußen. Den kann man auch ohne Eintritt erreichen. Also von daher. Nein, Quatsch. Ja. Aber die 12 €, die habe ich immer gerne investiert für die ganze Geschichte. Ich finde das... eine interessante Sache. Und ist ja fast bei mir vor der Türe. Von daher. Ja, wie günstig, ne? Ja. Und Landschaftspark Duisburg, ich weiß nicht, wer schon mal da gewesen ist, ist natürlich auch immer die illuminierten Industriegebäude abends, wo auch dann bis 12 Uhr nachts auch ein Wachdienst am Wochenende rumläuft oder 1 Uhr nachts, egal ob da eine Veranstaltung ist oder nicht, wo man dann auch mal ein Fotowalk machen kann oder so. Immer interessant, kann ich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen für Industriekultur da so interessiert. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Also seht, es gibt Ausweichtermine, ja, auch wenn die Fotopia abgesagt wurde. Wie gesagt, wenn ihr noch Termine habt, irgendwas wisst, bei euch um die Ecke oder so, schreibt es nachher gerne, wenn der Stream beendet ist, unten in die Videokommentare unter dem Video. Tja, ihr Lieben, kommen wir mal so ein bisschen in den technischen Bereich. Ja? Vielleicht wird es den einen oder anderen interessieren. Ich war ja wieder sehr überrascht, ja, kaum bist du wieder da aus Madeira. Da gibt es schon lauter Neuigkeiten, auf die vielleicht ein oder andere gewartet hat. Ihr seht es unten bei uns im Bild. Es gibt vor allem zwei Sachen, die, glaube ich, interessant sind. Ja? Und zwar einmal gibt es die neue DJI Avatar 2, heißt die, ne? Dirk? Und pass mal auf, also ich habe natürlich nicht schlecht geguckt. Ja, Dirk hat eine zweite Schublade jetzt bei sich im Schrank. Da ich habe es am Fach in die untere Etage mittlerweile. Das ist ein Lift, der fährt halt immer hoch. Ja. Ich habe es mir zugelegt. Weil Dirk die erste ja auch hatte, hat er sich gedacht, Mensch, ja, und. Ja, mach ruhig weiter. Ja, ist alles gut. Ja, genau. Da wollte ich noch gar nicht zu kommen. So viele Drohnenfans wird es vielleicht jetzt hier gar nicht geben, sondern wir fangen erstmal mit der Insta an. Und zwar Insta360 X4 heißt es, ne? Ich muss direkt mal raufgucken. Tatsächlich ist es so, dass ich so bei den ersten 360-Grad-Kameras noch dabei war. Ja? Und zwar war meine allererste die Tetanus-Impfung, hatte ich beinahe gesagt. Hier, die Teta, wie hieß sie denn? V damals oder so, ne? Die allererste. Ja, die war gar nicht so gut aus heutigem Standpunkt. Damals natürlich schon nicht so schlecht. Und genau, die, sagen wir nochmal schnell. Die Mission. Ja, genau. Die hatte ich mir tatsächlich im Laden auch mal angeguckt, habe mich aber auch irgendwie noch nicht so richtig überzeugt. Und dann war tatsächlich mein letzter Ausflug in die 360-Grad-Videografie war dann die Insta One RS vor 3 Jahren.
ist sie ja rausgekommen. Da gab es ja dieses 360-Grad-Modul hier. Das ist das hier, ne? Mit diesen kleinen Glubschaugen links und rechts. Und da konntest du ja modular dran ranstecken. Und da war ich dann tatsächlich, wir hatten sie auf Madeira getestet. Da hatte ich eine ganz eigene, einen ganz eigenen Eindruck von der Kamera. Wer mein Video aus Madeira kennt, wo wir im Dschungel waren, der hat mein kurzes Statement dort vielleicht gesehen, ja, irgendwas mit, ich glaube, müssen wir es rauspiepen, ne, was ich dazu gesagt habe, war jetzt nicht so dicke, finde ich irgendwie, ne? Hat mich auch nicht überzeugt und dann habe ich gesagt, Dirk hatte ja von der neuen Insta den Vorgänger, hast du, ne? Yes. Ja, das ist der Vorgänger, das ist die Dreier. Das ist die Dreier und der Zweier, glaube ich. Ne? Oder, nee, das ist ja, die Einser. Auch noch. Genau, das war die mit dem ersten runden Display. Ja, das war ja auch irgendwie so eine optische Entgleisung. Da ist eine Dot-Matrix drin. Ja, also da bin ich, ich habe es immer wieder versucht, weil das Konzept fand ich ganz witzig. Damals oder jetzt auch noch unterstützt ja Facebook auch die 360-Grad-Bilder und für die Bilder war es eigentlich immer ganz witzig. Ne? Also konntest du einen guten Effekt mal mit erzielen, rundherum Panorama-Foto am Strand oder wenn man im Urlaub war. Das war eigentlich mit der Kamera relativ gut gemacht. Da passte auch die Auflösung zum Film. Damals war die Software aber auch noch nicht so gut, fand ich das Ganze noch so ein bisschen ja, dürftig. Ich weiß gar nicht, welche Auflösung sie hat, aber ja, wie gesagt, ich bin da nicht so ganz warm geworden. Und das Display war draußen überhaupt nicht ablesbar. Die Verbindung zum Handy funktionierte nicht ordentlich. Ich habe da mal so ein paar Immobilienaufnahmen gemacht, also von innen Raumaufnahmen für so begehbare. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwo durchlaufen willst oder so, auf der Internetseite mal mitgemacht. Dafür war es ganz gut geeignet, aber Videografie nicht möglich. Für die Fotografie ein guter Einstieg. Bald bei eBay Kleinanzeigen. Zu bekommen. Dirk verlinkt das unter dem Video. Und bei mir war das tatsächlich auch so dieses Erlebnis, als ich dann die Kameras gesehen habe, dass ich für mich beschlossen habe, und das ist kein Witz jetzt, auch wenn es natürlich gut zur neuen Kamera passt, bevor da nicht 8K irgendwo rauskommt, ja, denn das hört sich ja erstmal viel an, auch diese 5,7K, ne? die Kameras dann immer hatten, aber das ist ja immer auf die 360-Grad-Kugel gerechnet. Ja, und wenn du das dann aufteilst in ein einigermaßen lineares Bild, dann ist da nicht so viel übrig von. Ne? So, und tatsächlich ist es jetzt so, Dirk hat ja den Vorgänger auch, dass wir beide heute, wir hatten eine kleine Challenge, genau. Meine ist auch heute gekommen. Ja? Also wir haben sie nicht von Insta bekommen. Das muss ich dazu sagen, es gab ja wieder einige Auserwählte, ich wollte gerade Fanboys sagen, ja? Manche loben die auch immer so hoch, die kriegen dann welche. Wir sind ein bisschen offener da in unseren Reviews und dann kriegst du das auch mal nicht, musst es selber kaufen. Das heißt, wir beide haben das selber gekauft. So, und heute ist es tatsächlich dann bekommen, dank eines großen Warenhauses, wo man alles rückschicken kann. Und tatsächlich habe ich... Was ich nicht plane. Ja, nein, ich auch nicht. Denn tatsächlich habe ich da wirklich jetzt große Erwartungen dran gehabt. Und ich war heute schon, ihr habt es vielleicht gesehen, weil bei mir auf Insta mal geguckt hat, ich hatte schon eine Story gemacht. Ich habe mir das Ding einfach mal, ich habe mir nämlich mal so einen großen Magnetfuß. Im Übrigen, Dirk heute schon völlig, volles Risiko, sagt Dirk heute schon mit der Kamera. Mhm. Nee, ist gar nicht so. Und zwar habe ich mir mal so einen Magnetfuß hier gekauft. Also ich bin so ein bisschen weg Outdoor, zumindest von außen am Auto mit Saugnäpfen zu arbeiten, sondern Magnet. Ja, hier sind so Dymo-Magneten drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. In meinem Kreis draußen. Und die halten. Ja, da bin ich, also ich bin heute mal kurz auf der Landstraße tatsächlich dann auch 100 gefahren. Da passiert nichts, brauchst du keine Angst haben. Also das hält wirklich gut da dran. Und das könnt ihr gleich verstellen. Und optimal natürlich für 360-Grad-Kamera. Ja. Im Grunde brauchst du das ja gar nicht, den Kugelkopf, weil du hast ja 360 Grad. Ja. Kannst du überall am Auto anmachen. Megateil, da bin ich also von diesen Saugnäpfen so ein bisschen weg, weil wenn da mal Luft unterkommt, ist sie weg, die Kamera. Dirk kann da ein Lied von singen. Der hat, glaube ich, da auch mal was versenkt. Ja, die ist ja auch schon mal abgeflogen. Genau. Man unterschätzt das, ne? Wenn man dann in der Kurvenfahrt selbst langsam ist. Also gerade die chemischen, die ist ja auch aus Metall und die entwickeln eine dermaßen ihre Zugkraft an diesen Näpfen. Ich hatte da auch so einen Halter mit 3 Näpfen dran. Der ist so abgegangen. Ne? Also und dann ist das geschossen. Ne? Magnet ist Magnet, hat ja immer die gleiche Haftwirkung dann in dem Fall, ja. Also, genau. Und das habe ich heute Morgen gleich mal oder heute Nachmittag, als er kam, heute Morgen ja nicht, aufs Auto geschnallt und bin gleich erstmal eine Runde gefahren, ja, weil ich mir das ansehen wollte. Und ich habe eine Mega-Info für alle. Und zwar, das war gleich mein allererster Test. Also gleich zur Info, ich habe, bevor du die Insta
anmachst, überhaupt nutzen kannst, musst du dich ja anmelden. Und ich habe auch die aktuelle Software jetzt heute schon gleich draufgespielt. Also die aktuelle Software, die da ist, musste ich heute auch installieren, sonst kannst du das ja nicht registrieren und so. Das ist auch eine Sache, die ich so semi-optimal finde. Aber ist ja normalerweise DJI heute auch, bevor du fliegen kannst, musst du dich registrieren und das Gerät registrieren. So, na gut, alles registriert und da war mein erster Versuch. Ich habe gar kein Video aufgenommen, sondern ich habe gesehen, dass ich wie bei der anderen Insta, na, die aktuell ja auf dem Markt ist, die ich auch habe, mit der ich super zufrieden bin, die Actioncam. Ja? Also muss ich sagen, gibt es noch ein ausführliches Review. Ich hatte sie jetzt auf Madeira mit. Und dann habe ich gesehen, dass ich einen Kopfhörer koppeln kann über Bluetooth. Und ihr Lieben, ihr werdet es ahnen, was habe ich probiert. Ich habe das DJI Mic 2 per Bluetooth damit gekoppelt und es funktioniert. Ohne Probleme, es wird sofort erkannt, du kannst es damit koppeln und dann kannst du einen Megaton hier mit aufnehmen. Ja, ihr habt es vielleicht auf Insta gesehen, da saß ich ja im Auto, also ihr habt da keine Fahrgeräusche gehört. Ich hoffe, Insta, lass die Finger davon, ja. Lass das einfach funktionieren. Ja. Selbst wenn es die Konkurrenz ist, aber ihr tut euch da keinen Gefallen mit. Ja. Denn das muss ich tatsächlich sagen, dass das Insta noch nicht hinbekommen hat, ein eigenes Mic dann rauszubringen. Also wenn du hier Ton reinhaben willst, extern, dann brauchst du nochmal irgendwo ein Gehäuse, wo du es ja anmachen kannst. Du brauchst den Adapter dazu und. Eine Klinke hat es auch getan. Na gut, aber es funktioniert halt über Bluetooth. Ja, aber du verlierst dann ja sowieso auch die, sag schnell, die Wasserdichtigkeit. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Daher ja. Ist das sowieso keine Option. Ne? Nee, insofern, ja. Ich bin gespannt, ich werde sie, wie gesagt, ich bin heute eine kleine Runde mit dem Auto erstmal gefahren, habe es mir jetzt auch nochmal auf dem Rechner angesehen und mein Test, mein Vergleich, weil ich halt auch tatsächlich den Umstieg zeigen möchte, was es für mich bedeutet, wird dann mit der Insta One RS erfolgen. Ja? Ich zeige euch dann das mal bei meinem Video, dann aber ausführlich das heute nicht, das führt ein bisschen zu weit, dafür habe ich auch zu wenig jetzt gemacht damit. Dirk hat mir schon gesagt, er wird den Vorgänger und die aktuelle Version testen, damit auch alle da, diejenigen, die vielleicht, so wie Dirk, 1, 2, 3, 4 und 5 haben, die... Nein, die zwei habe ich nicht. Ich habe die Dreier, da war ich auch eigentlich mit zufrieden. Die haben ja alle so ein bisschen bei dem Übergang zwischen den beiden Linsen, bei dem Bildübergang ein bisschen Probleme gehabt. Das ging bei der eigentlich schon ganz gut, aber wenn man wirklich Bilder glatt gezogen hat, so wie du das mit deinem Video gemacht hast, was du mir geschickt hast, ne? Also ein 16:9 Format herausziehen wollen, dann hat das schon eigentlich gelitten. Ja, und da will ich einfach mal ein bisschen gegentesten. Ja, und alles andere, was man dann so testen muss bei der Kamera, was ich mal sagen kann, ja, ihr seht das vielleicht ein bisschen, die ist ein bisschen größer geworden. Ne? Und das Display ist ein bisschen größer? Das Display ist ein bisschen höher. Und was ich sehr schick finde, diese Kappen mittlerweile sind jetzt abnehmbar. Wenn ihr also dann tatsächlich mal einen Kratzer drauf haben solltet, könnt ihr die Kappen tauschen. Das war ja immer bei 360 Grad Kameras, die haben ja immer sehr gewölbte Objektive. Oh. Kappen, ne, und da könnt ihr dann halt auch das Ganze wechseln, wenn es dann mal zum Schaden kommen soll, dann soll es auch stabilere geben als die original mitgelieferten, ist wahrscheinlich ein anderes Kit wieder, aber das wird sich dann zeigen, wie die sich wirklich schlägt, ob man da wirklich von der X3 auf die X4 gehen soll, aber was ich da mittlerweile am Footage gesehen habe, die abnehmbaren Kappen finde ich schon mal gut und auch, dass das Funkmikrofon zu verbinden ist per Bluetooth, ist natürlich auch ein Feature, was im Alltäglichen ein sehr hilfreich sein kann. Ne? Ja, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, sie kam auch erst heute. Ich habe sie vor einer halben Stunde, wie spät haben wir? Vor einer Stunde, anderthalb, habe ich sie ausgepackt. Ich habe sie noch nicht mehr registriert bekommen in der App und werde dann nachher nochmal berichten, spätestens am Samstag oder Sonntag gibt es dann wahrscheinlich mal wieder ein Video dazu. Dann bin ich mal gespannt. Ja. MacGyver, auch schön, ja. Lieber Richard Dean Anderson, wie auch immer, schreib mir mal eine E-Mail. Ich schicke dir mal ein paar Originalbilder, die unbearbeitet sind, dann entsprechend aus meiner Kamera. Ja, wird jetzt in dem Stream hier, passt es nicht so ein bisschen rein. Aber ich helfe dir gern weiter. Schick mir das mal, dann schicke ich dir die Originalfotos, auch mal eine RAW-Datei, ja, die ich gemacht habe mit der Kamera und dem Objektiv. Ja, dann kannst du es dir mal angucken. Genau. Aber viel rausarbeiten musst du da nicht. Das ist jetzt nicht hier super viel. Ein bisschen Nachbearbeitung brauchst du, aber nicht so viel. Genau.
Kurze Unterbrechung, entschuldige. Ja, was gibt es in der Kamera für Updates, Dirk? Wir waren beide ein bisschen, du hast es zuerst gesehen, ein bisschen enttäuscht über den Sensor. Ne? Es ist bei ja, einem... zwei 2,5-Zoll-Sensoren drin. Ja. Ist natürlich dann immer so eine Sache, 8K und dann zwei kleine, oder nur ein kleiner Sensor. Ist natürlich dann so ein bisschen, hat man so Sorge, dass das nachher so ein Smartphone-Charakter kriegt. Ne? Viele Pixel, wenn man dann wirklich mal Bildinformationen braucht und da reinkroppt, dann wird es dann oft dann doch matschig, aber also das Bildmaterial, was Rico geschickt hat, hast du auf Instagram veröffentlicht, ne? Ich hatte es jetzt bei Insta drin, genau. Ja. Das war jetzt, ist jetzt natürlich auf jeden Fall. Ich kann euch nach dem Stream ja gerne mal anschauen, aber ist ja tatsächlich, also man merkt ja schon, die Kameras machen ja auch intern was mit dem Bildmaterial. Bei den Instas ist ja sowieso die Software, wo ihr das alles nachher zusammenbasteln müsst, immer wieder erforderlich. Ich denke mal, man muss halt gucken, das werde ich Samstag dann auch mal testen, wie das Rauschverhalten im Dunkeln dann halt wieder ist. Ne? Aber da gibt es ja heute auch so viele Verbesserer, die da reinarbeiten und gerade beim Videobereich und so kann das ganz gut sein. Ich habe eher ein Video auch schon gesehen von Peter McKinnon, glaube ich, da auch durch Zufall mal wieder hochgespült worden in dem ganzen Bombing über X4. Aber der hatte dann auch ein paar Bilder per Nacht gemacht oder in der Dämmerung. Da weiß man natürlich nicht, inwieweit das alles aus der Kamera direkt kommt, nachbearbeitet wurde oder was auch immer. Aber das sah schon echt gut aus. Von daher bin ich mal gespannt. Und heute toleriert man ja irgendwie doch wieder ein bisschen Korn im Video, habe ich das Gefühl. Von daher bin ich dann auch guter Dinge, dass das alles was wird. Ja. Hast du noch einen Termin? Guckst du mal so aufgeregt? Wollen wir mal beide einfach so raufgucken? Nee. Ist immer alles gut. Ich habe sie noch nicht richtig eingestellt und dann kommt die Nachricht noch durch, die nicht so durchkommt. Genau, also das ist die größte Neuerung im Grunde ist die höhere Auflösung. Ne? Wir hatten vorher 5,7K und jetzt sind es 8K. Ja, genau. 8K verspricht ja doch ein bisschen, ja, ein bisschen bessere Auflösung. Wie gesagt, was ich jetzt auf dem Rechner bei mir gesehen habe, Insta hat nochmal die Software ein bisschen überarbeitet. Was ich jetzt cool finde, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Du kannst, das wollte ich euch ganz kurz gleich zeigen, das ist mein Smartphone. Okay, wenn du dir diese 360-Grad-Vorschau runterlädst auf dein Smartphone, dann finde ich das total genial. Dann hast du ja sonst immer dieses Problem gehabt, dass du manuell die Keyframes setzen musstest. Ja? Ja. Wohin soll es jetzt gehen? Das heißt, du drückst quasi Play, setzt ein Keyframe, drehst das Ganze, ja, damit ihr eine Vorstellung habt. Ja, okay, dann gucke ich mir die Seite an und die Seite. Jetzt ist so eine Software und das finde ich echt ein cooles Feature. Du lädst hier dieses 360-Grad-Video runter und kannst dann quasi einen Record, einen Aufnahme, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann, einen Aufnahme-Button drücken. So, und dieser Aufnahme-Button, der ermöglicht dann quasi ein Live-View. Das heißt, du kannst mit dem Handy, während das Handy quasi, ja, das nochmal abspult, dein Video, ne, was gehst du mit dem Handy einfach so rum und kannst dich quasi live in deinem eigenen Video umsehen und der nimmt das auf, was du dann mit dem Handy siehst. Also das finde ich vom Handling für die Nachbearbeitung, finde ich das mega. Also das ist wirklich ein super Feature, dass du da quasi dann dein Video so bearbeitest. Das Video, der Clip läuft dann bis zum Schluss durch, so wie du geschaut hast, dann kannst du sagen, guckst es dir nochmal an, sagst du, ja, das will ich so haben oder ich nehme noch eins auf. Du kannst auch mehrere Clips quasi aus einem 360-Grad-Video kannst du jetzt mehrere Clips rausholen. Ja, okay. Schon auf dem Smartphone. Du kannst auch dort das Format einstellen. Du kannst 16:9, 9:16, Hochkantformat und. So habe ich es jetzt bei Insta auch gemacht. Das fand ich gut. Das fand ich jetzt so die auf den ersten Blick, was ich gesehen habe, fand ich eine mega Neuerung. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch das Display. Man kennt es, wer mit Insta unterwegs ist, auch die Actioncam zum Beispiel schon hat von Insta. Du hast jetzt auf dem entsprechenden Menü, auf dem Display, ich mache meine mal an hier, vielleicht kann ich es euch mal zeigen, und zwar hat das Ganze hier diesen ganz, ganz normalen, den Wischeffekt. Ja, du wischst einfach hier rein und dann bekommst du die Menüs angezeigt, so wie du das eben kennst. Ja, das finde ich absolut easy. Du brauchst im Grunde kein Smartphone wirklich, um damit aufzunehmen. Du musst es eben nur einmal registrieren und das geht tatsächlich, da war ich ein bisschen genervt drüber, das geht tatsächlich nur über die App, sonst kannst du, also kannst du dich auch nicht einschalten, die Insta, ne? Da kommt bitte, installieren Sie die App. Ist ein bisschen schwierig, also wer da die erste Euphorie beim Händler schon hat und hat vielleicht sein Handy vergessen, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ansonsten erste Haptik, alles, was ich so gesehen habe, so ein paar Kleinigkeiten, die möchte ich auch gerne mal ansprechen, wo ich so denke, warum? Eine Abdeckung hier oben. Eine Abdeckung für die beiden Linsen.
Liegt nicht mit bei. Ich meine, Leute, das ist, ich habe sie mir jetzt dazu bestellt, das ist eine Silikonabdeckung. Ja, was kostet die? Und das Ding ist ja auch nicht billig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt bezahlt habe. Ich glaube, knapp 600 Euro hat das Teil gekostet. Da ist nicht mal eine Speicherkarte drin. Ja, also selbst die musst du dir dann noch extra kaufen. Und was ich zum Beispiel auch gerne, deswegen habe ich hier das Original noch drauf gelassen, da seht ihr diese Folie. Ich habe da ja auch gerne eine Folie drauf. Ne? Steckst ja doch mal eine Tasche, das Ganze oder so. Nicht mal das ist dabei. Also eine einfache Display-Schutzfolie Insta. Also ich glaube, das macht euch auch nicht reicher und nicht ärmer, wenn ihr die mal dabei packt. Irgendwie so. Nur mal als kleine Anmerkung, ja, am Rande. Ansonsten tolle Haptik von der Kamera. Wie gesagt, die beiden Vorgängermodelle hatte ich nicht. Ich bin dann jetzt hier eingestiegen, habe für mich auch gesagt, ich überspringe das mal. Ich überspringe jetzt die beiden, bis da wirklich irgendwie mal eine Quali rauskommt, wo ich sagen kann, das wird was, ne? So, das kannst du auf jeden Fall auch mal in ein Video einbauen. Ja? Also ich war wirklich enttäuscht, als ich vor drei Jahren das letzte Mal auf Mallorca war. Da hatte ich die hier auf dem Auto vorne drauf. Also die ist ja dann hier in der Kombi mit drin. Ne? Hab nach vorne rausgefilmt, wollte mir dann ein einigermaßen lineares Video da rausschneiden. Das war so ein Pixelbrei. Ne? Und da war das erstmal für mich das Thema 360 Grad erledigt. Ich bin gespannt, ihr werdet mein Review, ihr wisst, ich nehme gerne dafür ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der, auch wenn der Hersteller das gerne möchte. Übrigens, eine lustige Geschichte, auch Dirk hat das so bekommen und zwar hat Insta uns beide angeschrieben. Und zwar nicht, möchtet ihr vorab das Modell testen, dass ihr zur Veröffentlichung das vorstellen dürft, sondern sie haben uns Werbematerial geschickt. Also mir explizit, wir haben mehrere Werbevideos geschickt und haben mich gebeten, ob ich das nicht dann bei mir auf dem Kanal und bei Insta entsprechend posten möchte. Ja, und dann könnte ich ja schon Affiliate da abkassieren. So, ich habe ihn zurückgeschrieben. Also ihr Lieben, das ist ja eine nette Idee, die ihr da habt. Ne? Da werdet ihr mit Sicherheit auch den einen oder anderen erreichen. Aber ich werde definitiv keine Werbung, keinen Post für irgendwas machen, was ich nicht in der Hand gehabt habe, was ich nicht getestet habe. Ich empfehle doch nicht irgendwas, was ich nicht getestet habe. Ja? Also ja. Offensichtlich hat Insta, da ist da so aufgestellt. Vielleicht gibt es da auch Leute, die dafür empfänglich sind. Genau. Fand ich jetzt auch ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt. Ja, ne? Und Dirk hat ja im Grunde same, ne? Das Gleiche bekommen. Ja. Kleine Anmerkung, ja, es gibt Bundle, natürlich. Ich werde dir sagen, wo der Unterschied ist. Das Bundle mit hier, ne, diesem kleinen Schutz, den ich übrigens gekauft habe, extra, das Ding kam, ich möchte nicht schwindeln, ach, keine 10 Euro, einzeln. Ja? Wenn ich aber das Bundle hole mit einer Speicherkarte, dann kostet es fast 100 Euro mehr, damit ich das da drin habe und damit ich die Speicherkarte drin habe und einen Selfie-Stick, den ich, ich glaube, ich habe jetzt schon drei Stück rumliegen, weil hier war nämlich einer schon dabei und bei der neuen Insta war einer dabei. Also das brauche ich nicht. Das finde ich preislich schlecht angesiedelt, muss ich ganz klar sagen. Ja, also da kann man teilweise und mich im Zubehör kaufen. Das ist empfindlich. Das gehört für mich dazu. Ja, das ist, als wenn du künftig dein Objektiv hier bekommst und fehlt vorne die Frontkappe. Wollte ich sagen, das kannst du kaufen. Da gibt es ein Bundle. Da gibt es die Kappe jetzt dazu. Ja, also das sind so Sachen. Protection Bundle. Das Protection Bundle, ja, genau. Das No Problem Bundle. Leg sofort los Bundle oder wie auch immer. Also war ja auch nur eine Anmerkung am Rand. Ich finde, wenn du so eine Kamera hast, ich weiß, bei der Ricoh Theta hieß die, da war das mit bei. Ja, du konntest die eben dann verstauen etc. Gut, ist eine persönliche Ansichtssache. Ja. Ich finde, das hier war es ja auch dabei, diese Abdeckkappe. Ja, die hast du ja auch nicht so gekriegt. Ja, okay. Jetzt hast du so eine Hülle dabei. Ne? Die ist ja eine Neoprenhülle. Ja, aber die Neoprenhülle hat mir auch nicht gefallen und ich habe auch tatsächlich mir einen Hardcase dazu bestellt. War auch nicht da, weil ich kenne mich ja. Ja, und das finde ich tatsächlich cool, weil du packst das nämlich dann hier rein und kannst nämlich auch, wenn du das hier auf dem Dings drauf hast, und steckst es einfach in die Tasche. Und das ist super geschützt. Ne? War jetzt auch gar nicht teuer. Ja. Also auch nicht gesponsert oder irgendwas, nicht, dass jetzt einer wieder fragt. Ne? Alles selbst gekauft. Genau. Wie so oft im Leben. Oder meistens. Also meistens eigentlich. Genau. Also ich bin gespannt. Mein Review wird folgen, wenn ich aus Mallorca wiederkomme. Denn meine Zeit war ja wieder sehr kurz zu Hause. Ich musste viel aufarbeiten. Ich habe mich natürlich erstmal um den Online-Shop gekümmert. Für all diejenigen, die in der Zeit, als ich nicht da war, auf Madeira bisschen Geduld mit aufgebracht haben. Vielen, vielen Dank. Die Bestellungen sind ja soweit alle aufgearbeitet mittlerweile. Allerdings ist es natürlich auch so, dass ich in der Zeit dann aber auch doppelt Videos produzieren muss, damit ich ein bisschen Vorlauf gehen kann, damit ihr natürlich auch dann, während ich mal nicht da bin, beziehungsweise Fotoreise mit den Teilnehmern, auch ein bisschen Videocontent bekommt. Ja? Es gibt die Woche übrigens noch was Interessantes zum Thema Streetfotografie.
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen getriggert beim letzten Special, Dein Bild im Fokus. Ja, wenn Leute, andere Leute irgendwie fotografieren, und da bekam ich noch die ein oder andere E-Mail, wo mir jemand gesagt hat, das stimmt nicht, was du gesagt hast. Als Street-Fotograf habe ich Sonderrechte, ich kann alles fotografieren. Ja, und gibt es noch mal einen ganz kleinen Exkurs in die rechtliche Sicht der Street-Fotografie. Wann darfst du was? Wann ist eine Person ein Beiwerk auf dem Bild? Und. Das gibt es noch die Woche. Dann habe ich noch, als kleinen Teaser jetzt mal, ne, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Thema, dann gibt es einen netten Vergleich. Und zwar ist mir auf Madeira aufgefallen, dass ich einen coolen Fotorucksack habe, aber ich habe kein Daily Bag. Also so ein, kennst du das, Dirk? Wenn du mal so den Tag über das eine Kamera, ein Objektiv. Ja. Was ist damit los? Ich habe nichts. Das merke ich auch, dass ich nichts habe. Ja, ich ziehe immer los wie so ein Sherpa, aber da ist es tatsächlich so, du brauchst ja den Rucksack gar nicht, ne? Kannst alles weglassen. So, da gab es eine Tasche von Peak Design, die einen Teilnehmer mit bei hatte. Die fand ich cool, aber die ist auch mit 125 Euro. Ja. Okay, und da habe ich einen kleinen Vergleich gemacht. Es gibt eine Alternative, habe mal die Vor- und Nachteile gezeigt. Wo liegt es da am Preis? Ja, so, also das nur mal ganz kurz am Rande, was ihr bei mir auf dem Kanal noch seht. Ich hoffe, bei Dirk gibt es auch wieder tolle Informationen. Ne? Ich habe zum Beispiel auf dem Workshop jemanden dabei gehabt, der hat mich was über die R5 gefragt. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich zeige dir mal den Kanal von Dirk. Da bist du super aufgehoben. Ja, so technische Geschichten, guck dir das an. Und wir haben auch das Rätselslösung da gefunden, tatsächlich. Oh, schön. Das freut mich. Ich gucke ja manchmal selber die Videos. Ne? als Reminder. Man wird ja älter, ist ja wie so eine Art Tagebuch. Oder? Ja. Man erklärt sich dann aus der Vergangenheit selber den Zukunftsdirk, wie es dann war und geht. Von daher bin ich ja immer so. Den vergesslichen Zukunftsdirk. Auch sehr schön, ja. Nee, aber da bin ich noch ein paar Videos zur R6 Mark II schuldig, das kommt alles noch, aber dieses erste Quartal dieses Jahr, das war doch ziemlich hektisch. Ich weiß nicht, ob ihr, du warst ja auch busy, glaube ich, ne? Das ist, diese Nach-Corona-Zeit ist ja irgendwie ganz, ganz hektisch. Da holt alles nach, obwohl das ja eigentlich schon in die Vergangenheit geraten sollte, aber irgendwie ist es dann doch noch. Immer noch nicht wieder in den alten Rhythmus reingefallen. Aber kriegen wir hin. So X3 und X4 wird es auch was geben. Und das finde ich nämlich auch wieder ein spannendes Produkt, weil ich ja immer für solche Technik-Gadgets auch zu haben bin. Und ich habe ja noch die eine Drohne, die hast du auch schon reviewed, ne? Die Potenzik. Ja, die habe ich auch noch hier liegen. Da bin ich auch schon fast mit. Die tatsächlich mal wieder fliegen gewesen. Und auch ein gutes Produkt, da freue ich mich auch schon, euch das präsentieren zu können, mal Absatz von DJI, auch wenn man gleich da wieder hingeht. Und meine Drohne, die dann auch wirklich von meinem Geschmack her durchaus auch zu empfehlen ist. Ja, ne, so bleibt mal dran, so ne, geht es immer weiter und von daher. Interessante Informationen, genau, ich hatte einen günstigen Rucksack vorgestellt vor einiger Zeit und tatsächlich war es so, dass ich kaum das Video draußen hatte, ich hatte ihn ja auf Amazon verlinkt, war der dort vergriffen, ja. Gute Info, ich weiß nicht, gibt es den aktuell wieder? Die scheinen wirklich nur eine ganz, ganz kleine Auflage gehabt zu haben. Hier stand ja gerade im Kommentar auch, da gab es dann eine kleine Tasche mit bei, ja. Sehr interessant, ich habe mich leider für was anderes entschieden und auch das gekauft, ja, auch an der Stelle nochmal, ich habe es im Video auch nochmal gesagt, genau. Wir springen zum nächsten Thema, Dirk. Wie gesagt, es gibt bei Dirk einen ausführlichen Vergleich von der X3 und der X4. Ja, wer die X3 vielleicht hat von Insta und überlegt, umzusteigen, schaut euch Dirk sein Review an. Da ist dann eine ehrliche Haut und sagt euch tatsächlich auch, lohnt es oder lohnt es nicht. Bei mir wird es einen ausführlichen Praxistest geben. Allerdings erst, wenn ich aus Mallorca zurück bin, da werde ich sie überall an jetzt überall anmagnetisieren, wo ich nur kann. So, am Auto und am Transporter. Mal gucken, ob irgendein Teilnehmer vielleicht irgendwie das auch, naja. Also, was ein Zufall eigentlich. Ich hatte so Magneten letztens auch noch da. Ich weiß ja nicht, manche verfolgen mich ja vielleicht auf Instagram und unserem Wohnmobil-Kanal. Da war ich ja jetzt auch viel mit unterwegs. Ich habe jetzt Starlink, ne, von Elon Musk. Den muss man mögen oder nicht. Und aber Starlink ist für Camper und Touri auf jeden Fall super und ich wollte auf meinem Wohnmobil, weil da ja auch ein bisschen Blech dran ist, versuchen, das da zu befestigen. Das ging leider jetzt nicht, aber habe eine andere Lösung gefunden. Aber da waren auch solche Magneten, gibt es da. Da kann man so einen Mast dann am Wohnmobil befestigen und dann, weil man ja eigentlich immer freie Sicht braucht, was eigentlich nachher in der Praxis gar nicht so richtig ist, weil das geht fast immer das Ding und von daher hatte ich solche Magneten auch da. Da kann man wirklich
alles da befestigen. Ne? Also selbst so eine kleine Satellitenschüssel ist da ganz praktisch. Wenn ihr was über Starlink noch erfahren wollt, weiß ja nicht, hier gibt es ja auch mal ein paar Nerds oder Leute mit schlechtem Internet wie in Mecklenburg-Vorpommern. Kann ich noch mal gerne was machen. Ne? Bitte? Ich habe dich gar nicht verstanden. Ja, ich habe auch so ein Piepen irgendwie gehabt. Ne? Weil das scheint eine schlechte Internetverbindung gewesen zu sein. Ich weiß auch. Übrigens hier gerade, ihr seht mich hier wild hektisch immer rum. Also meine Insta X4, warte mal eben, die verbindet sich schon mal nicht mit der App. Nagelneu, wie sie ist. Von daher, du brauchst ein Upgrade von der App. Habe ich heute auch. Nein, hab geh ich? Mal nochmal. Nee, geh hab mal nochmal in den Shop. Naja, mache ich nachher. Gut. Ja, du brauchst, hatte ich auch. Dieser Stream hat sich schon mal für mich gelohnt. Danke, Herr West, dafür. Ich habe nämlich auch vorhin schon eher gehabt. Ja, hättest du mal gefragt. Ne? Ja, tue ich ja. Ja. Ich glaube, du musst über die App in den Shop gehen und dann kriegst du erst das Update angezeigt. Ich war auch erst. Also, das ist wieder so, ne? Einfach ein Update machen und dann ist dieser. Ich habe gerade schon geguckt, aber der Beste ist ja in der alten, wird es ja erkannt, ne? Der wird ja erkannt. Ne? Aber entdecken. Ja, das Problem hatte ich auch. Hat sich nicht verbunden. Da war ich schon ganz kurz so, kennst du dieses, so wenn du die Packung gleich wieder zurück. Genau. Ja, gut, alles klar. Danke für den Hinweis. Ja. Sehr gerne, genau. Wir kommen weiter zum nächsten Thema. Es gibt ja noch ein neues Produkt und das wird viele, viele freuen. Und hat ich kam da nochmal. Ich habe den extra wieder mit nach oben geschleppt. Der war schon unten fast im Müll oder beziehungsweise im Kartonlager, das muss ja groß sein. Das war, du hast gar keine Garage, du hast ein Kartonlager. Naja, aber solche Kartons bewahre ich auch. Was das nicht? Ja, doch, musst du ja, klar. Ja. Das also den Karton, wenn man das dann wirklich mal wieder verputzen möchte, den sollte man schon auch bewahren. Obwohl, das Ganze kommt ja auch in einer schicken Tasche. Die Taschen, die werden immer besser von denen. Ich hatte sonst immer Hartschalenkoffer, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt wieder einen Hartschalenkoffer hole für die Einser. Achso, du hast den Titel noch gar nicht gesagt. DJI Avatar ist da. DJI Avatar 2. Ich muss ja gestehen, ich habe ja die Mini 3 Pro, das ist die letzte, die ich mir jetzt gekauft habe, weil ich mir gesagt habe, okay, unter 52 Gramm, du hast nirgendwo den Ärger. Und dann hat Dirk vor, wann war das, Dirk? Du hast mir ja die Einser, ne? Ich durfte ja mal mit deiner fliegen. Ist nochmal ein anderer Schnack so, ne? Also ich konnte mich auch nicht so richtig zu durchringen, die dann zu kaufen. Habe mich jetzt aber dann auch ein bisschen geärgert, als ich wieder auf Madeira war, weil da sind ja doch dann schöne Einsatzzwecke. Bin aber ganz froh, weil ich bin noch am Überlegen. Aber wir sehen uns ja demnächst. Und Dirk hat mir schon zugesichert, er bringt mal die Zweier mit. Ich gucke sie mir mal an und vielleicht, das weiß ich noch nicht, ja, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dafür mache ich einfach auch ein bisschen zu wenig im Drohnenbereich. Dirk ist ja ein kleines bisschen aktiver da. Und genau. Hat sich jetzt bald. Man sieht schon, sie ist kleiner geworden, ne? Nach oben hin. Ja. Deutlich kleiner geworden. Ein bisschen flacher geworden, ne? Der Akku, der trägt da nicht mehr ganz so doll auf. Ich kann ja ein paar, also man ist ja sein Geld auch nicht böse und ich überlege mir natürlich auch, warum und weshalb ich jetzt was Neues haben muss und warum nicht. Guck mal, Dirk streamt aus einem Amazon-Lager, alles gleich parat. Da kommt im Hintergrund, das habe ich auch schon festgestellt, das ist bestimmt so ein Roboter, der fährt einfach hinten an diese Schublade ran. Dirk macht die auf, da ist immer nur ein Karton drin. Das ist immer, was er gerade braucht. Leute, ich mache mir wirklich den Kopf, was ich kaufe. Und was nicht. Ja. Aber zwei Sachen bei der, die mich wirklich sofort angefixt haben, ist, die ist jetzt zertifiziert. Man sieht es jetzt hier nicht. C1 zertifiziert. Die Avatar 1. Erklär es ganz kurz mal: C1 Zertifizierung für all diejenigen, die sich vielleicht damit nicht auskennen. Wo ist der Unterschied zwischen der 1er und der 2er? Was macht den Unterschied zwischen der Zertifizierung? Ich kann mich nicht richtig festlegen. Wir können das nochmal verlinken. Aber mit denen darfst du, wenn du den passenden Führerschein hast, mit der C1 Zertifizierten sogar in der Nähe von Menschen fliegen. Du brauchst aber den großen. Du musst, das ist nicht der Online-Drohnenführerschein, sondern du brauchst dann den großen. Ja, da müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall darfst du mit der auch dann innerhalb von oder in der Nähe von Gebäuden noch ranfliegen und solche Sachen. 1:1-Regel, das darfst du alles mit der dann noch machen. Und mit der Avatar, das ist ja eigentlich eine Bestandsdrohne gewesen.
Die Regelung für die Bestandsdrohnen ist meines Wissens aber zum 1.1. ausgelaufen. Die darf dann jetzt nur noch auf dem Acker fliegen. Ne? Beziehungsweise über dem Acker besser. Ja. Und das ist natürlich dann, wenn man da wirklich nochmal was mitmachen möchte, ein bisschen schade und könnte dann auch ein bisschen zu Problemen führen, wenn man dann wirklich mal woanders fliegt. Und ich habe den großen Führerschein, ich würde den auch gern behalten und würde mich dann ungern dann wegen sowas dann anmahnen lassen, beziehungsweise den Führerschein abgeben. Und was noch ganz gut ist, der Herr Best hat mich ja letztens auch angefixt, hat mir ja so eine VR-Brille angeschwatzt, nicht diese hier, aber sagen wir mal, ähnliche in weiß. Ja. Und, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, also das war eine Kettenreaktion, pass auf, das muss ich euch ganz kurz erklären. Und zwar war ich bei meinem Bruder und der hat sich eine PlayStation 5 zugelegt. Er hat auch zwei Kinder zu Hause, PlayStation 5 mit der VR-Brille dazu. Und also ich habe, man kennt es ja früher, als ich noch jünger war, habe ich auch mal auf der PlayStation gezockt, meine sah aber noch ein bisschen anders aus, da ging der Deckel noch nach oben auf und war noch eine CD drin. Und... Und ich weiß, das fand ich richtig cool. So, das war so mein Aha-Erlebnis und dann haben wir das zusammen mit den Kindern beschlossen, okay, wir haben ja auch noch größere Kinder zwar im Haus, ne? Komm, wir holen uns auch so ein Ding, ja, das ist cool. Wird gar nicht so oft genutzt, habe ich jetzt festgestellt, aber das ist cool und da habe ich es Dirk auch nochmal gezeigt und ich glaube, du hattest die auch schon, irgendwie schon mal, ne? Oder wollen wir mal zum ich Testen? Die einsame Ladeweise, die hatte ein Arbeitskollege zu so einem Spielabend mal mitgebracht. Ja. Was haben sie gespielt? Also Jobsimulator. Ja, hat aber auf jeden Fall einen heiden Spaß gemacht und ja. Das ein oder andere Spiel, was mich da auch wirklich angefixt hat und bin ja für solche Technologie mal auch zu haben. Und die hat, um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, ein Feature, die hat Kameras, genau wie diese auch, vorne eingebaut und da kann man dann seine Umgebung sehen, ohne das Ding abnehmen zu müssen. Mal ganz davon ab, dass die jetzt deutlich kleiner ist als die alte Brille von der Avatar. Und die bei der FPV dabei war, hier ist der Akku gleich hinten drin. Man ist nicht so verkabelt, wie uns das passiert ist, wo du geflogen bist. Ne? Einer hat den Akku noch in der Tasche, der andere hat die Brille auf und dann liegt das Ganze schon auf dem Boden. Dann ist es schwierig, wenn beide in eine andere Richtung gehen plötzlich. Ja, genau, aber das ist natürlich total kompakt und dann auch noch mit Bewegungserfassung mit der Brille da drin, also mit der Durchsichtsoption da drin. Und von der Qualität halt auch wieder etwas weiterentwickelt. Von daher, da ist eine super, super Weiterentwicklung hat da stattgefunden. Von daher im Ganzen. Und dann ist die Kamera von der DJI Osmo Action 4 jetzt hier verbaut, die auch diesen 1:1,7 oder 1,3 Zoll Sensor hat. Aber die 10-Bit D-Log und so auch schon drin hat, kommt alles im Video. Aber bildqualitätsmäßig mit, wie nennt sie, Rocksteady ist das, glaube ich, bei DJI. Genau. Alles auch mit verbaut und sieht auch alles ganz gut aus. ND-Filter, wenn man ein bisschen cinematischer filmen will, muss man natürlich trotzdem wieder haben. Und das Ganze ist halt schön weiterentwickelt, sieht ganz nett aus. Und sie ist etwas langsamer als die alte. Das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, den man auf jeden Fall nochmal geben sollte. Weil C1 zertifiziert, dann müsste die unter 70 km/h bleiben. Die war noch ein bisschen schneller. Die große FPV, die war sogar 90 oder 80 km/h schnell. Aber wie gesagt, nur über den Acker zu fliegen, ist dann auch irgendwo nicht sinnvoll. Von daher muss man da jetzt leider dann nochmal im Rahmen der Zertifizierung nochmal updaten, damit man dann up-to-date bleibt und alles nochmal nutzen kann. Ja, genau. Hier auch nochmal Kommentar, Frage, Anmerkung. Avatar fliegen, klar, FPV fliegen, brauchst einen Spotter. Ja, ja egal, ob der darf ich mal eben einen Trick verraten? Blend nochmal ein. Die Frage bitte. Und zwar gibt es eine Versicherung, das werde ich in meinem Video da auch nochmal drauf hinweisen. Mit der Versicherung wird man automatisch Verbandsmitglied in einem Modellflug-Club. Und innerhalb dieses Verbandes gibt es eine Verbandsregel, dass man das nicht muss. Und wenn man dann Sportflieger ist und Verbandsflieger, braucht man nicht offiziell mehr einen Spotter. Okay. So ist es mir über. Das ist eine Versicherungsgesellschaft, die das so anbietet. Also ich hoffe, die wissen, was zu tun. Ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Das scheint alles richtig zu sein. Über Verbände, weil es gibt ja extra diese Modellflugausnahmen. Und wenn man dann in einem Verband angehörig ist, hat man so zwei, drei Benefits. Man darf, glaube ich,
immer 120 anstatt 100 Meter. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Müsste man nochmal nachgucken. Ist wie gesagt keine Rechtsberatung hier, aber da gibt es schon das ein oder andere Benefit, was da auch geht. Wo man kann auch da durchgucken. Ne? Da gibt es ja diese Durchsicht. Das entspricht aber nicht, aber fließt nicht aus, dass man Spotter bräuchte, wenn man halt kein Verbandsmitglied ist. Also von daher, man sollte schon ein bisschen aufpassen und nach Möglichkeit finde ich sowieso einen Spotter angebrachter. Und, aber da werde ich dann nochmal gucken, wie die rechtliche Lage im Moment ist und wenn ich da das Video über die Drohne mache, auf jeden Fall noch das eine oder andere zu berichten. Schwierig mit der Rechtslage, alles nicht so ganz einfach. Ja, ich muss auch noch mal kurz was zur Rechtslage. Auch ich hatte euch ja ein Video gemacht über Madeira, ne, mit Drohne fliegen und. Das wollte ich noch eben zeigen. Warte eben. Ja, entschuldige. Die Fernbedienung, One Hand. X noch, auch noch mal etwas kleiner. Ne, und die Avatar 2 hat so einen simplen Akkumodus, wo die selber Pirouetten drehen kann. Hier haben wir nochmal ein Drehrad, das haben sie umgebaut. Also das Ganze nochmal rund zu machen, hat sich auch noch ein bisschen geändert. Ist auch ein bisschen kleiner geworden. Deutlich kleiner geworden, ne? Ja, liegt trotzdem gut in der Hand, ne? Ist ein bisschen eng unten, aber ist alles da, wo es hingehört. Von daher ein rundes Paket und jetzt kannst du Thema wechseln. Wo du gerade sagst, Drohnenregel. Das große Problem ist, dass sich halt einfach die zu wenig dran halten. Das ist das Problem. Und deswegen wird es immer neue Drohnenregeln geben und irgendwann werden wir wahrscheinlich nirgendwo mehr fliegen dürfen. Ich habe es ja auch tatsächlich auf Madeira jetzt wieder erlebt, dass ich dann, als es dann wirklich mir ein bisschen zu bunt wurde mit dem einen oder anderen, wirklich mal nett nachgefragt habe, Mensch, ne, wo ist denn deine Lizenz zum Fliegen? Und bin dann auch mit jemandem nicht aneinander geraten, aber der wollte mir dann erzählen, das braucht man auf Madeira nicht. Doch, sag ich, brauchst du, ne? Ich kann dir das zeigen, habe ihm meine Lizenz geworfen. Da sagt er, das ist Quatsch, er arbeitet bei der Polizei. Da habe ich ihm gesagt, ja, da sie Toiletten sauber machen, heißt nicht, dass du bei der Polizei bist. Und ich sagte, du, wir können deine Toiletten. Ja, weil du, der ist so dicht über die Leute geflogen, ne? Und ich sage, was stimmt mit dir nicht? Ja, und das habe ich schon gesehen, wenn die Fernsteuerung ausgepackt ist und zwei Leute darauf gucken müssen, bis die Drohne startet und dann, dann mach mal noch hier und mach mal noch da, und dann muss ich schon mal sagen, Leute, dann lasst doch die Finger davon. Ja, und dann schon gar nicht in einem super Tiefflug über die Köpfe der Leute darüber, das ist einfach, das macht man nicht. Ja, und dann, und das sind dann eben die Probleme, die dadurch entstehen. Ja, das heißt, fliegen, ja, finde ich alles cool, soll auch jeder gerne machen. Ich bin auch dafür, dass das zugänglich ist, auch preislich. Ja, mittlerweile für nahezu jeden ja erschwinglich, ja, die Drohnenfliegerei. Aber es muss sich einfach mehr an die Regeln gehalten werden, ja. Und es gibt ja auch hier in Warnemünde gibt es ja auch immer so den einen oder anderen Prädestinierten auf Instagram. Wurde ich gerade letztens darauf hingewiesen, ja, zum Glück ist eine Drohne jetzt gecrashed, weil die sich an nichts halten, ja. Wir waren auch morgens in einer Einflugschneise, Flughafen, absolutes Flugverbot. Und es gibt von Portugal tatsächlich eine super Drohnen-App. Ja, die ist kostenlos, kannst du runterladen. Da siehst du ganz genau, wo darfst du fliegen. Und da ist, ich muss euch das einmal ganz kurz zeigen, und weil ich finde die App tatsächlich super. Die übernimmt natürlich deinen Standort sofort und sagt dir dann tatsächlich auch, ja, pass auf, hier kannst du fliegen, hier kannst du eben nur 60 Meter hoch fliegen, hier kannst du ein bisschen höher fliegen. Und dann gibt es in Portugal, ich halte jetzt mal die Kamera, das hier, ne, das ist jetzt, warte mal, ups, das ist quasi Madeira, das blendet ein bisschen, ne? Aber ihr seht vielleicht diesen roten Streifen hier, ja? Das ist Einflugschneise, Flughafen. Und wenn ich jetzt meinen Spot da setze, dann geht dieses Fenster hier auf. Warte mal, ihr könnt das leider nicht sehen. Könnt ihr es sehen? So, das ist wirklich knallrot. Und da steht dann, im Normalfall steht, welche Auflagen du haben musst, wie hoch du fliegen kannst, 100, in der Regel 120 Meter auch hoch. Und hier steht aber, ne, Aeroporto, fliegen verboten. Nicht kurz, nicht ein bisschen, nicht mal nur um Ecke oder irgendwo. Ja, aber das, ja. Ich kann es immer nur wieder nett, vielleicht mit den einen oder anderen darauf hinweisen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie Don Quixote, komme ich mir da manchmal vor, gegen Windmühlen, und dann lässt du es einfach, weil du denkst, du weißt was. Es ist einfach nur schade drum, ja. Da geht es dann wirklich so um, und worum geht es unterm Strich? Ja, wenn du die meisten dir da anguckst, die möchten dann das Instagram-Foto haben oder das, Leute, das alles, was damit passieren kann, wenn die Drohne mal wirklich in Leute reinkracht oder auf die Straße oder in Gebäude, ist es das Foto wirklich, war ein Foto wert? Also ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Du hast es ja jetzt auch durchexerziert, du hast dir die Genehmigung alles geholt, ne? Wir kriegen ja dann. Du machst es ja gewerblich, machst ja dann teilweise auch gewerblich. Man kriegt eine Anfrage, man beschäftigt sich mit dem Thema, man macht einen Riesenaufwand, schreibt alle möglichen Leute an. Ich hatte ja schon mal hier so ein Drohnenbild in Kevela, das ist ja in der Nähe vom Flughafen dann entstanden. Man guckt, welche Sondergenehmigungen es da gibt, Ausnahmegenehmigungen gibt.
macht dann alles Peak, ne? Und neben einer, der steigt einfach einer hoch, zack, zack. Und die Kunden verstehen dann gar nicht, warum man dann Betrag X dafür haben muss, um den ganzen Aufwand dann bezahlt zu kriegen, weil ja. Der andere, der postet das dann einfach in Instagram und sagt, fertig. Ja. Also ist dann teilweise schwierig. Schon. Also an der Stelle nochmal für alle, die Drohne fliegen möchten. Ich kenne viele, die so wie Dirk und ich, die uns wirklich auch dann sich damit auseinandersetzen. Ja, aber es gibt halt leider auch viele, die nur so diesem Hype verlegen sind nach dem tollen kurzen Videoclip oder nach dem tollen Foto. Und ich kann nur jedem nahelegen, Leute, das ist in unser aller Interesse. Ja. Macht euch schlau und das ist nicht schwierig. Ja. Also jeder, der eine Drohne fliegen kann, muss sich ja auch irgendwo schon mal registrieren. Schaut einfach mal im Internet, darf ich da fliegen? Es gibt tolle Apps, die ihr euch runterladen könnt, wo man vor Ort weiß. In Schottland hatte ich mir auch extra eine App runtergeladen, die tatsächlich aus UK war, wo ich wirklich sehen konnte, da darfst du fliegen. Da sind nochmal No-Fly-Areas, wo du eben wirklich nicht fliegen kannst. Und hilft allen weiter. Ja. Es ist einmal ein bisschen Zeitaufwand. Ich glaube, ich habe ja den großen Führerschein gemacht, der ist noch bis 26 gültig. Ja, da muss ich den nachprüfen lassen, ist aber auch nicht schlimm. Man muss sich einfach dann auch nochmal auffrischen bei dem Thema. Man weiß die grundlegenden Sachen, man weiß, wie man in Sondersituationen reagiert, man weiß, wie man Flugverbotszonen identifiziert, die für einen relevant sind. Man weiß, wo man seine Genehmigung abholen kann oder beantragen kann. Ist alles auch nicht aus Spaß. Und man sieht auch in manchen Sachen hier 1:1-Regel an Autobahnen und Bundesgewässern und so, da gehen die auch schon wieder zurück, um es ein bisschen wieder einfacher zu machen. Man darf ja auch mittlerweile über Bundeswasserstraßen in der direkten Linie drüber fliegen und solche Sachen. Das wird ja auch in der anderen Richtung wieder angepasst und von daher muss man dann auch mal irgendwo erwarten können, dass die Leute, die da fliegen, dann sich auch mal an die Regeln halten. Und dann auch so ein Gleichgewicht schaffen und dann irgendwo da in den ganzen Sachen ein bisschen Ruhe reinbringen und dann, damit man da dem Hobby und dann den Motiven so ein bisschen nachgehen kann, weil die Bilder sind ja dann doch auch immer schön, die meisten wenigstens. Ja, definitiv. Ja. Ja, von daher auch, es war ja mal eine Zeit lang inflationär genutzt worden, aber mittlerweile geht es ja. Bist du das oder bin ich das? Ich bin's nicht. Oh, da bin ich. Dein Insta schreit schon, mach ein Update, mach ein Update. Nee, die bleibt jetzt hier liegen und ist aus, aber keine Ahnung. Alles gut. Ja, ja. Nee, kann ich eben nur ans Herz legen, die Bitte auch, macht das einfach. Ist einfacher, ist auch für euch, wenn nämlich wirklich mal was passiert und ihr seid nicht versichert und braucht nur ein kleiner Autounfall sein oder Gott bewahre. Das wird schnell teuer. Ja, oder sag schnell einen Personenschaden oder so, noch schlimmer. Will keiner hoffen, aber wenn sowas dann passiert, dann habt ihr echt ein Problem, dann müsst ihr gucken, wo er bleibt. Das wird nicht billig. Genau. Genau. William, habt ihr Fragen zum Thema? Oh, wir haben schon wieder eine Stunde auf dem Zeiger, ne? Die Zeit verfliegt, aber auch verfliegt. Lieben, auch an dieser Stelle könnt ihr uns natürlich nach dem Stream gerne unten in die Videokommentare nochmal eure Wünsche. Vielleicht wollt ihr irgendwas Spezielles sehen, demnächst mal im Stream. Der nächste, ich muss mal vorsichtig in meinen Kalender gucken, nicht, dass ich wieder was verspreche, wo ich gar nicht da bin, wird dann am... Aber wir sehen uns ja im Mai. Wir sehen uns im Mai, ja. Vielleicht machen wir einen Sonderstream zusammen, was hältst du denn davon? Finden wir die Zeit? Da bringen Starlink mit, da können wir über Satelliten. Ja, wunderbar. Ja, also vielleicht, ja, wenn machen wir es kurzfristig, wenn Dirk und ich, wir treffen uns demnächst mal und dann, ihr Lieben, und dann gibt es mal vielleicht gemeinsam. Nadine hat es auch nochmal geschrieben, und kauft vernünftige Drohnen, nicht bei Temu, die sind lebensgefährlich. Ja, tatsächlich sind die lebensgefährlich, auch mich hat ja schon versucht, eine zu verfolgen und ums Leben zu bringen. Und da würde ich generell die Finger fallen lassen von solchen Geschichten. Ja, also das hat ja auch einen Grund. Der eine oder andere sieht es vielleicht diese Zertifizierung so ein bisschen als Geldschneiderei an. Ja, dann darf man nur noch mit bestimmten Drohnen fliegen. Aber das hat alles schon Sinn. Ja, also die Drohnen, die so gerade aus Fernost auf den Markt geschmissen werden, haarsträubend ist, kann man nur die Finger von lassen. Oder ihr habt ein riesen Grundstück, einen Acker, keine Ahnung, ihr seid Bauer, habt einen Acker, dann könnt ihr da eure Kühe mit rüberjagen, ja, dann geht das, aber ansonsten würde ich, wenn ihr tatsächlich irgendwo fliegen wollt und tatsächlich auch ernsthaft damit Aufnahmen mal machen wollt, ja. Auch da wird es ja auch, ne, mit der Registrierung, und ich will das Wasser nicht immer aufmachen, aber irgendwann müsst ihr eure EID in der Fernbedienung mit eintragen. Genau. Spätestens dann wird es dann wirklich ein bisschen rabiater, das ganze Thema. Ne?
Bitte ein sehr guter Hinweis. Ich empfehle jedem, auch bei C0-Drohnen zumindest, also C0 unter 250 Gramm, den kleinen Schein zu machen, denn er vermittelt eine gewisse ein gewisses Basiswissen. Das finde ich auch. Also ich glaube auch generell, aus meiner Sicht, ich persönlich, dass dieser Online-Test, ist ja ein Online-Test, ne, der aber zumindest so ein Basiswissen, wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen, ja, der sollte Grundvoraussetzung sein. Auch unter 250 Gramm. Ja, finde ich. Ich persönlich. Weil es gehen viele wirklich sehr blauäugig los und sagen, brauche ich nicht, ich habe aber die kleine Drohne. Und die wissen gar nicht, worum es geht. Ja, die haben das nur bestellt, kam morgen und dann geht es los mit Fliegen, ja. Hört man immer wieder, ne? Auch jetzt ist ja Potensik, die ist ja auch relativ günstig. Da sind dann auch viele dann, die wollte ich mir auch mal zulegen, habe ich schon gesehen und so. Ich dachte, du hast doch gar keinen Führerschein. Ne? Manche, ist dann so. Brauchst du nicht, kannst ja so fliegen, aber es fehlt halt ein Basiswissen dann generell auch, wo du überhaupt fliegen kannst. Ne? Ja. Fand ich in Schottland. Schottland musste ja auch so einen kurzen Test machen für die Zulassung dort und das fand ich cool. Ne? Und da siehst du eben auch an den Fragen, an was sich das richtet. Ne? Da war dann, ich glaube, eine Frage war dabei, du fliegst über eine Menschenmenge, dein Akku geht zur Neige. Und dann stand so, ich fliege zurück über die Menschenmenge, zu mir zurück. Ich lande natürlich, um meine Drohne zu schützen, zwischen den Menschen, während ich laut rufe. Und ein dritter war dann irgendwie, ich darf gar nicht darüber fliegen, über die Menschenmenge. Und also wer da nicht den richtigen Punkt ankreuzt, der sollte auch keine Drohne fliegen dürfen. Ja. Also die Fragen, also der A2, der ist schon ein bisschen knackiger, aber der A1, A3, der ist, ist schon relativ easy gestrickt. Von daher muss ich da keiner verscheuen und. Es gibt ja auch einen Test vorher. Ich weiß nicht, kostet der mittlerweile Geld? Da war ja eine Zeit lang mehr. Glaube ich. Und wie gesagt, man muss halt gucken, wenn man die Versicherung hat. Ne, dann kann ich sowieso nur jeden empfehlen, der sich dann nicht nachhinein unglücklich machen will und dann nachher eher auf irgendwelchen Schäden hängen bleibt. Und von daher Versicherung würde ich auf jeden Fall gucken. Beziehungsweise, wenn dann sie nur privat nutzt, auf jeden Fall gucken, ob in eurer Haftpflicht da vielleicht eine Klausel drin ist, dass sie da mit drin ist. Vielleicht gibt es ja auch. Ne? Ja, wollen wir darüber noch sprechen? Können wir noch kurz machen. Machen wir kurz noch zum Abschluss. Ich verlinke euch den. Ja, Andreas hat jetzt gerade gefragt, Magnethalterung. Ich gucke mal, ob ich den Link finde. Mache ich nachher noch fertig, packe ich euch unter das Video. Ja? Ich glaube, ich habe es leider im großen Warenhaus bestellt. Aber das ist halt so, ja. Kann ich euch verlinken, weil der hält wirklich gut auf dem Auto. So, abschließend noch, und da gibt es dann tatsächlich auch noch, wenn wir uns sehen, noch ein gemeinsames kleines Projekt. Dirk, hast du schon vergessen? Nee, ich habe noch einen tollen Filterhalter, der da raufpasst. Ja? Ich habe nur nicht das Objektiv. Aber Dirk hat das Objektiv, dafür nicht den Filterhalter. Insofern tun wir uns da ein bisschen zu. Also ich kann jetzt bestätigen, auch wenn es keiner mehr geglaubt hat, das Ding gibt es wirklich. es gibt nicht so viele davon. Nee, das Ding ist tatsächlich schwer zu beschaffen. Und ich hatte dir auch ein paar Bilder gezeigt vom Theater und so schon. Ne? Ja. Beim letzten Mal schon übersprungen, ich weiß gar nicht. Wer Weitwinkel fotografiert, Canon RF, Autofokus 10 bis 20, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Architektur, Event, wenn man so die ganze große Bühne auf einmal aufs Bild haben will. Landschaftsfotografie, wir gucken einfach mal, wie der Filterhalter so funktioniert, ob das Sinn macht, den da drauf zu packen. Und überraschend gute Linse, hat auch, ist ja nicht ganz günstig, ist auch schwer dran zu kommen, warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das so ein Exot? Du lachst so, ist das so 10 bis 20? Ja. Ist schon weitwinklig, okay. Ja, hast du mal den KF-Adapter gedruckt? Ja. Kann ich dir sagen, funktioniert nicht mit PLA. Kurze Antwort. Ups. Rumgefallen hier. Ja, habe ich gedruckt. Ich habe mehrere Versuche auch gestartet. Das Problem ist, dass das PLA zu nicht elastisch genug ist für die Schienen. Ja, Die Maria hat ja noch eine Frage zu dem 1020er. Ja, F4 ist natürlich so eine Sache, aber mit R6 Mark II. Ist ISO-Rauschen ja eher so, wo ist es? Keine Ahnung. Nee, ist ja tatsächlich heute nicht mehr ganz so das Problem. Und auf der Bühne, man geht ja immer davon aus, ist ja alles dunkel um einen rum, aber auf der Bühne ist es ja meistens hell. Von daher kommst du da auch nicht in so große Probleme mit der ISO. Nachher gibt es noch genug Entrauscher, wo man das zur Not nochmal durchhauen könnte. Aber ich bin mit der F4 da
bestens klargekommen. Man kann sogar noch ein bisschen abblenden. Ne? Also das macht man ja auch mit anderen Objektiven, gerade wenn man so mehrere Ebenen auf der Bühne hat oder so, will man ja nicht alles unscharf haben vielleicht, sondern auch im Hintergrund noch ein bisschen Schärfe reinkriegen. Von daher, das klappt eigentlich ganz gut. Die sind ja meistens gut ausgerüstet. Was ich allerdings auch gesehen habe, und muss ich sagen, was ich gut fand, ist, dass du, wenn du zum Beispiel mit dem 1535 unterwegs bist, ne, von Canon, dann wirst du merken, dass du bei 15 mm an den Seiten schon so ein paar Eierköpfe reinkriegst, ne, wenn du mal eine Gruppe fotografierst. Jetzt ist da nicht erst wieder. Ne? Also, das habe ich auch gesehen. Letztens hast du mir das ja mal aufs Auge gedrückt, nachdem ich dir ein Foto gezeigt habe. Und tatsächlicherweise hat das Ding das ja gar nicht. Ne? Ja. Bis in den Ecken ist das scharf. Also das ist unfassbar. Und dadurch, dass man dann so viel auf dem Bild hat an Inhalt, ne, man hat ja einen riesigen Blickwinkel, kriegt man immer erst den Schrecken, wenn man die dann in Lightroom aufmacht. Ne? Man sieht da so eine Masse an Zeug, was man da vor sich hat. Ist schon beeindruckend, 7 mm. Und ist auch schnell und alles. Also von daher habe ich gut und gerne schon mit fotografiert. Wer da in dem Bereich unterwegs ist, und Rico hat mir ja Event und Foto, Architektur und so und Landschaft, der sollte sich das mal angucken. Vielleicht ist der ein oder andere ja, wann ist Elbsandsteingebirge? Ist noch ein bisschen. Nimmst du es mit? Ja, also, ich kann euch verraten, wenn jemand dabei ist, der den ersten Termin im Elbsandsteingebirge gebucht hat. Ja, es gibt Special Guest. Dirk wird mit bei sein mit dem 10 bis 20 mm. Und dann haben wir auf einem Foto das komplette Elbsandsteingebirge drauf. Alles. Von links bis rechts. Dirk macht nur ein Foto und fährt zurück ins Hotel und hat alles drauf. Ach Gott, ja, muss ich das haben? Ich weiß ja noch nicht. Ja, du steckst da mit drin. Dein Hotelzimmer ist gebucht, mein Lieber. Ja, nee, alles klar. Ist auch fest eingeplant. Freue ich mich auch drauf. Sehr schön. Bin mal gespannt. Ja, schön. Habt ihr noch Fragen? Genau, guck mal, Maria hat hier nochmal geschrieben, Filter mit fürs 10 bis 20 mm. Das ist eine Sache, die wir testen werden. Ich habe schon einen Filterhalter und zwar von Haider. Es gibt einen speziellen Filterhalter von Haider. Du brauchst aber, wenn du einen Verlaufsfilter nehmen willst, ein 150er System. Ja, weil eben die Linse vorne zu groß ist, sonst hast du sofort eine Vignette drin. ND-Filter wird höchstens noch als Sensorfilter gehen, Clip-In-Filter. Es gibt ja Clip-In-Filter, die du entweder hinten ins Objektiv machen kannst oder auch vor deinen Sensor direkt. Das gibt es ja auch heute schon. Ja? Ja. Ich bin da so kein Freund von, aber ND ja vielleicht noch, weil du musst ja gerade, wenn du draußen bist, ne, so ein Clip-In-Filter, den kannst du eben schwierig tauschen. Ja, wenn du da stürmisch ist. Kann würde ich gar nicht machen, ehrlich gesagt. Genau, das ist schwierig. Also ja, gibt es. Ja, ich glaube, der ein oder andere Hersteller wird da auch noch nachziehen. Ich habe auch gehört, von Case wird es irgendwie was da geben in der Richtung. Wie gesagt, den von Haider habe ich schon da. Haider hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt für den Test. Deswegen treffe ich mich mit Dirk, weil Dirk hat ja optimalerweise auch das Objektiv. Ja, so ergänzt man sich dann eben. Und dann schauen wir uns das mal beide an, wie das funktioniert, ob das Sinn macht. Allerdings muss man auch wissen, 150er System. Meine Erwartung halt, ist schon, dass das 150er System dann, ne, das ist schon Körper. Ich hatte ja mal ein 150er System. Also wenn man dann CPL hat oder irgendwas, das ist ja, als Plattenführer gibt es hier auch, das ist ja alles unsagbar teuer und auch riesengroß. Ne? Man hat dann immer so einen Koffer mit Filtern dabei. Ja, ob es dann die Brennweite sein muss mit Filter oder wie man es dann auch immer, ne? Ist halt eine Frage. Da muss man halt wirklich gucken. Oder das sind dann 150 oder 150, 170er, die großen. Und die kosten dann richtig Geld. Ne? Das geht schon. Da muss man sich überlegen, dann, aber wenn es halt so machst, in der gerade so Architektur, Innenarchitektur oder sowas, dann brauchst du es meistens nicht. Dirk arbeitet ja auch ohne, in dem Fall. Ne? CPL-Filter ist manchmal gar nicht schlecht, in dem Fall. Aber ansonsten wird mir das eigentlich nur in Landschaftsfotografie einfallen. Ne? Ja. Genau. Wir schauen uns das mal an und wir werden euch berichten. Ja, wir machen ein Video dazu, das machen wir zusammen, Dirk. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Genau. Dann, genau. Müssen wir bloß noch unseren Frauen erklären, dass wir. Gucken Sie beide zu eigentlich? Wir werden kein Video machen. Wir machen kein Video, ne? Ja, vielleicht machen Sie ja mal ein Video. Sie machen ein Video, wie wir ein Video machen. Das wird lustig. Ja, die machen mal ein Video, dann brauchen wir kein Video. Lauter Outtakes. Genau.
Wir können ja so eine Schnitzeljagd mal machen. Schnitzeljagd? Vielleicht erkennt die Leute ja den Spot, wo wir da sind. Das könnte sein, ja. Mal gucken. Genau. Ich finde das blöd, wenn du dem Schnitzel hinterherjagen musst. Ich finde das ja besser auf dem Teller gleich so. Das, okay. Ja, man merkt, es wird spät. Ach nee, ist noch gar nicht so spät. Nee. Ach, ja. Was ist los mit euch hier? Es ist heute sehr verhalten im Chat, ne? So seid ihr alle, ja. Also, wir haben noch 65. Wir waren ja auch nicht so fleißig die letzte Zeit. Meinst du, daran liegt das? Nee, ja, okay. Also, schreibt uns noch was Nettes in die Kommentare. Lasst uns gerne sowohl, je nachdem, wo ihr gerade seid, ob ihr bei Dirk seid oder bei mir auf dem Kanal, gerne Daumen hoch noch für unseren Stream. Ja. Hilft nochmal so ein bisschen dem Algorithmus weiter und wir kommen uns auch nicht ganz so verloren vor, wenn es gar keinen Daumen hoch gibt. Ne, dann können wir auch so telefonieren ohne euch. Nein. Nee, alles gut. Genau, nein, sehr schön. Ja, wie gesagt, kurz angesetzt, wir haben uns entschieden. Ihr seid auf dem Stand erstmal wieder, ihr wisst, ja. Wo ihr uns findet, ja, für alle, die vielleicht später eingeschaltet haben, wenn ihr Dirk und mich im Foodcourt durchfüttern möchtet, nein, treffen möchtet, meine ich, treffen. Foto und Adventure in Duisburg am 8.6., jetzt muss ich nochmal auf meinen Zettel gucken, am 8.6. findet ihr uns auf der Foto und Adventure in Duisburg. Dirk und mich, wir werden irgendwas fällt uns runter oder das ist da, wo der größte Auflauf ist, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwie... Ja, wir werden ja auch ein paar Storys machen von unterwegs. Genau, genau, genau. Ja, also wir werden auch findbar sein. Oder uns zu verstecken müssen. Ja, ne, ganz also, genau. Ne, also gerne auch, wenn irgendjemand da schon irgendwelche... Andreas, wo ist die Originalkappe? Gibt es eine Originalkappe? Ihr meint das Schweiz-Cap. Die sind alle in der Waschmaschine jetzt noch von... tatsächlich, ist kein Witz. Die sind in der Waschmaschine von Madeira noch. Ne? Also ich habe drei habe ich im Dauereinsatz. Die sind gerade in der Waschmaschine. Das eine hat... Tatsächlich lösen sich hinten die Klettverschlüsse jetzt langsam auf. Ne? Die sind ja schon lange im Einsatz bei mir. Und die haben ja alle einen Klettverschluss hinten. Und das löst sich ab jetzt, der Klettverschluss leider bei den Schweiz-Cappies. Sehr, sehr schade. Aber wie aufmerksam die Leute sind. Ja. Also, ja. Nee, aber wie gesagt, wenn jemand noch Fragen hat zu Foto und Adventure oder irgendwelche Tipps oder irgendwelche Sachen. Habt ihr Neuigkeiten zu Drittherstellerobjektiven? Haben wir. Ich hab eine Neuigkeit. Und zwar gibt es noch ein Review. Ups, ich muss euch mal zeigen. Allerdings ist diese Version hier. Also es ist was Spezielles, ja, also für ganz Mutige. Und zwar hat die Firma Case Objektive rausgebracht. Dirk lacht schon. Und zwar ein 200 Millimeter. Tatsächlich ist es so, dass es nur eine Handvoll davon gibt hier in Deutschland. Ich habe ein Exemplar allerdings für einen Sony E-Mount bekommen. Ja, nicht mal für Canon, so wie ich das für Canon habe, ist quasi baugleich und so. Sehr spannend, ja, für alle, die aus der analogen Fotografie kommen. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Ihr könntet das sehen. Dann könntet ihr vielleicht entdecken, was das für ein System ist. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ja, also ich war damit schon unterwegs. Ja. Genau. Haben wir noch irgendein Thema, was wir aufgreifen können? Kauft sich einer von euch die R5 Mark II? Rico. Ob ich mir die kaufe? Mhm. Nee. Also sie macht ja kein besseres Foto. Also für mich nicht. Ich bin ja normalerweise jemand, der gerne schon mal was kauft. Echt? Nein. Hör mal. Aber ich habe mir die Specs jetzt auch noch mal ein paar Mal durchgelesen. Die soll ja jetzt am 21. Mai, glaube ich, vorgestellt werden. So wie man hört. Aber es bei mir tappelt es auf dem Fußboden, Dirk. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ich sage, bei mir tappelt es im Büro auf dem Fußboden. Komm hier. Okay. Es tappelt wieder raus. Ah, ist Kamerascheu. Ja, hier, die Kamerafalle hier unten auf dem Fußboden läuft so hoch. Die kleine haarige. Aber möchte nicht vor die Kamera, gut. Okay. Ja, also, die soll ja BSI-Sensor haben. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das könnte interessant werden, weil sie hat auch 45 Megapixel, das hat die R5 jetzt auch schon. So. Oh, ja. Aber nicht wissen hier am Abend. Ja. Ist gut. So. Wie hat die? Ich nehme meinen jetzt nicht auf den Schoß. So, reicht nein, jetzt, aber die hat
8K RAW macht sie, glaube ich, nicht eine Aufzeichnung. Was hat sie denn noch? KI unterstützen AF. Man merkt schon an der Begrifflichkeit, da geht es an der Ausstattung, kommt da nicht viel mehr als die R45 hat. Die hat die gleiche Auflösung. KI-gestützter AF. Ich glaube auch, dass in dem Bereich, dass wir aktuell sind wir so an so ein bisschen so einem Punkt, man merkt es an den Kameraherstellern, was sie quasi so aus dem Hut zaubern, ne? Was jetzt noch an neuen Sachen kommt, an pseudo-neuen Sachen. Wir sind so, glaube ich, gerade so ein bisschen an so einer Grenze. Ne? Das Spiegellose war so der letzte große Wurf aktuell in der Kameratechnik. Ja. Ich denke auch, dass es viel im Bereich KI-Unterstützung nur noch geben wird, dass bestimmte Sachen besser erkannt werden oder vielleicht was auch immer, ja, also man weiß es ja nicht, was da noch kommt. KI wird ein großes Thema sein, denke ich, künftig, aber aktuell, glaube ich, wird jetzt nichts kommen, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben, ja. Und die Frage, also ich bin ja von der R6 auf die R6 Mark II, weil da fehlten mir irgendwie die Pixel noch ein bisschen, ne? Der Sensor ist ja größer geworden. Und da bin ich auch super mit zufrieden, aber ob ich jetzt von der R5 auf die R5 Mark II, das bezweifle ich wirklich, weil die Linsen machen super Bilder, die L-Linsen und alles, was man da so hat, ist ja alles super. Man hat dann auch nur die 45 Megapixel. Ob man ja jetzt welche Art von AF nutzt, das ist bei Canon auf so einem guten Niveau, ob es denn da jetzt ein Müh noch mal schneller greift, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht dabei. Und ob die da jetzt hier den absoluten Oberrenner holen von Dynamikumfang, ich glaube es ja auch nicht mehr. Also irgendwo ist die Physik ja da auch ein bisschen am Ende. Und keine Ahnung. Ich glaube da. Und die wollen auf den Verschluss verzichten. Und generell auf den mechanischen. Und da bin ich sowieso skeptisch. Das haben ja auch schon ein paar Kameras. Das funktioniert ja scheinbar schon relativ gut. Man verliert den Rolling Shutter, den ich bei der R5 sowieso noch nicht so richtig hatte. Aber die holen sich ja oft dann wieder LED-Flackern ins Haus und solche Geschichten. Mal abwarten. Man kann ja mal warten. Es muss nicht alles unbedingt besser werden, ne, damit. Ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank fürs Lob. Ich behalte das so bei. Ja, ich hatte gerade auch vor, ihr habt ja bei mir auf der Website auch die Möglichkeit, mal so eine Online-Zeit bei mir zu buchen. Und der letzte Stream war wirklich super, der private hat viel, viel Spaß gemacht, mir auch. Und zum Schluss hat dann mein Gegenüber gesagt, ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass du wirklich so bist wie in den Videos. Ja, sag ich, so bin ich nun mal. Und alle, die bei mir auf dem Workshop schon mal waren, wissen das auch. Ja, also das ist kein nichts Gestelltes. Dirk kennt das auch. Ja, der ist wirklich so verrückt wie auch in den Videos. Genau. Aber wir werden es ja sehen, wenn er nach Duisburg kommt. Ne, wir sehen uns ja alle am 8.6. Ich muss schon mal auf mein Zettel gucken, ich habe es nicht vergessen. Du fährst. Ich fahre. Nein, und hallo? Wir nehmen ein Taxi oder was? Nein. Weißt du, was das gefährlich ist, Rico? Was denn? Der Zentro ist in der Nähe. Das, sag mal. Zentro, achso, da kennst du gar nicht. Das ist Europas größtes Einkaufszentrum. Ha, das ist wie unangenehm. Ja. Also muss ich meine Kreditkarte zu Hause lassen. Ja, du kommst mit V, habe ich gehört. Ja, genau. Achso, aber ja, muss nicht schlecht sein. Also, da können wir doch nicht. Dann können die fahren. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, nee, aber das wird bestimmt witzig. Nee, und der Herr Beste ist tatsächlich in echtem Leben auch so, genau. Das haben wir schon des Öfteren feststellen dürfen. Wir waren ja jetzt schon viel unterwegs, Dirk, ne? Ja. Ich übersehe mal die Geste und ordne den mal da über. Nein, Quatsch, alles super. Ja, wir haben immer sehr viel Spaß. Kann man gar nicht glauben, aber eigentlich haben wir wirklich viel Spaß. Ja. Eigentlich, was heißt denn eigentlich? Das werden wir gleich nochmal mal anschauen. Ja, Nein, haben wir wirklich, genau. Also es wird lustig in Duisburg, 8.6. Wer mit uns mal lachen möchte, der kann vorbeikommen. Genau. Ja. Also wer ernsthaft den YouTuber sehen will, der Klaus Helmich ist auch manchmal da.
und andere Kollegen. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, da sind tatsächlich, treffen sich tatsächlich viele und ist meist sehr witzig. Also nur zu empfehlen. Sehr schön. Gut. Sehr schön. So, ihr Lieben, ich glaube, 1,5 Stunden haben wir voll schon. Ja, haben wir voll. Wenn ihr noch irgendwas habt an Themen, jetzt oder. Na, oder in die Kommentare oder schreibt uns gerne. Genau. Genau, also ihr könnt, wenn ihr Wünsche habt für den nächsten Stream, was wir mal ansprechen sollen, Objektiv testen oder sonstiges mal dann live auch vorstellen, dann gerne nach dem Stream in die Kommentare. Ja, in die Kommentare reinschreiben, dann hier im Chat, sonst müssen wir den durchscrollen und so können wir immer mal aufs Video zurückgreifen. So gerne bei Dirk auch drunter oder bei mir. Daumen hoch nicht vergessen, ja, wer es noch nicht getan hat jetzt. Und dann lesen wir uns das natürlich auch durch. Ja, und da gehen wir auch drauf ein. Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns auch drüber. Also jedes Feedback ist immer wo im Lapadu. Also wir finden uns. Und begeistert. Ja, waren die Zahlen? Ah, begeistert, da kommt das begeistert. Das ist schön. Sehr wunderbar. Das freut mich, ja. Ja, Glückwunsch. Viel Spaß mit der Kamera. Ist auch echt. Genau. Genau. Ja. Gut. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch für eure Zeit heute Abend, dass ihr uns wieder begleitet habt hier in den 1,5 Stunden und hoffe, dass die Themen nicht allzu langweilig für euch waren. Uns begeistert das, ja. Ich muss das ja wirklich sagen. Ja, manchmal denken ja die Leute hier, wir müssen das machen, wir machen das freiwillig, haben das auch nicht gesponsert vom irgendeinem Hersteller, sondern wir freuen uns über Technik und ihr werdet es nicht glauben, aber Dirk, wie oft haben wir heute... Das ist selbst angestarrt. Ja. Ja. Bei mir genauso. Wir haben halt, glaube ich, schon dreimal telefoniert vorher, ne? Ausgiebig. Ja, ja. Wir haben uns schon die Zustellnachrichten gegenseitig geschickt. Genau, ja. Vor Weihnachtsfest. Ja. Maria, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Genau. Ja. Gerne Daumen hoch jetzt da lassen fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ja, für uns war es auch lustig, informativ war es auch. Ja, ist für uns auch. Wir lernen auch immer wieder was dazu. Jedes Mal. Ja. Also unseren normalen Rhythmus werden wir nicht einhalten. Ich glaube, nächste Woche wäre ja erster Mittwoch, glaube ich. Ne? Ja, da bin ich. Übernächste Woche. Das werden wir nicht machen. Aber danach die Woche sind wir zusammen unterwegs. Und dann machen wir das zusammen. Dann machen wir das zusammen. Starling, hör mal, da ist hier ein Live-Special. Live mit Elon Musk. Nein. Live mit Elon Musk, ja. Genau. Also das ist nochmal ein Titel, oder? Das werden wir auch ein bisschen vorher anteasern, dann können wir alle noch zusammentrommeln, dann können wir ein paar Themen in den Raum schmeißen, das wird bestimmt witzig. Vielleicht so am Lagerfeuer oder so. Am Lagerfeuer, ja. Muss mal gucken. Vielleicht geht das auch mit. Kann man nicht. Mit dem Ü-Wagen. Mit dem Ü-Wagen. Oh, ja. Ah, so ihr Lieben, schön war es mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ja? Wer noch nicht alle gesehen hat, bei mir auf dem Kanal, da sind ein paar, ich glaube über 650. Ich wünsche euch viel Spaß damit in der Zeit zwischendurch, bis wir wieder live sind. Genau. In diesem Sinne, Dirk, oder? Ja, habt einen schönen Abend. Genau. Schöne Restwoche. Wir haben schon Mittwoch, das schaffen wir. Ist ja schon abzusehen. Ich sitze eigentlich schon wieder im Flugzeug, ne? Sonntag, Samstag, 0 Uhr geht es bei mir schon wieder los. Nach Mallorca. 2 Tage noch scouten vorab, dann kommen die Teilnehmer. Ich freue mich schon. Ja, sind ja viele Teilnehmer aus dem. Das möchte ich nochmal ganz kurz, bevor ihr alle abschaltet. Es wird im nächsten Jahr wird es natürlich wieder geben. Madeira, Mallorca und ich teaser das mal so ganz vorsichtig ein. Es ist Südamerika, ist so ein bisschen im Gespräch. Das steht noch nicht zu 100% fest. Da ich das ja kenne, auch aus den Jahren jetzt, Termine stehen noch nicht fest. Ihr könnt, wenn ihr vorab informiert werden wollt, weil das ist wirklich immer sehr, sehr schnell vergriffen, meldet euch bei mir bei filterfotograf.de auf der Website beim Newsletter an. Das, keine Sorge, das ist kein Spam. Dirk ist auch angemeldet. Das gibt wirklich nur, wenn irgend so ein Termin rauskommt für einen Workshop, gebe ich den als allererstes über die Website bekannt, über diesen Newsletter. Also keine Angst, kommt jetzt nicht hier, ich glaube, da bin ich auch, ich habe gar keine Zeit, den zu füttern. Auf jeden Fall einen schönen Vorschlag.
Genau, dann habt ihr einen Vorsprung gegenüber denen, ich poste das ja meist auf Instagram und das war es ja dann auch schon, aber dann habt ihr auch eine Möglichkeit, dann an diese Plätze ranzukommen, ja. Deswegen, es wird demnächst, spätestens so Juni, Juli, wird es die Termine für nächstes Jahr geben, Madeira, es wird Mallorca wieder mit beibleiben und Südamerika, da freue ich mich schon drauf. Also es ist definitiv in Planung, wird ein bisschen länger sein wahrscheinlich, so 8 Tage, damit es sich dann tatsächlich auch vor Ort lohnt. Ja, das wird eine interessante Geschichte, ja. Und tatsächlich ist ich habe schon 2 Voranmeldungen für Südamerika. Ja, voll genau. Also das, genau. Wie Abend, Advent. Ach so, Abend. Dann habe ich einen schönen Advent, oder was? Ja, schönen Advent. Wenn wir uns vorher nicht mehr sehen, dann auch einen schönen Advent, auch das. Wie gesagt, frohe Ostern, guten Rutsch und na, was man so alles gibt. So, jetzt, bevor es zu albern wird, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und wir sehen uns demnächst dann. Ja. Okay. Ihr Lieben, alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao.